Sieht man was? Man sieht, man müsste wahrscheinlich weiter sein Klicken. So. Sehr gefährlich. Guck mal, hier sind wir. Gleich. Aber, lustig. Das ist total geil, oder? Weil zeitverzögert. Wo soll ich denn jetzt eigentlich sitzen hier? Was ist denn das mal hier? Bei dir. Freunde! Herzlich willkommen. Herzlich willkommen zum ersten Livestream aus dem Blue Note hier in Zeiten der Corona-Krise. Ich hoffe, man kann alles ordentlich verstehen. Wir haben jetzt keine extra Mikrofone aufgebaut, weil wir denken, unsere voluminösen Stimmen sind auch heute laut genug. Eine Stimme für die virenfreie Welt hier aus dem Blue Note. Liebe Menschen, ich begrüße ganz herzlich heute hier JB Nutsch. Hallo, guten Abend. Guten Tag. Hier, Elbo. Und Simon Jonas. Hallo Simon. Hallo. Schön, dass du auch da bist. Ja. Ja. Auf euch, Prost. Auf uns. Mal sehen, wir wollen alle unbeschadet rauskommen aus dieser, oder einigermaßen unbeschadet rauskommen aus dieser Krise. Schaut schon jemand zu eigentlich? Ich habe keine Ahnung. Hier steht live, oder? Wir sind live. Wann geht's denn los? Na gleich, jetzt gewiss mal. Jetzt. Das Schöne ist, was ihr nicht sehen könnt, wir können uns hier sehen und das ist aber alles total zeitverzögert. Also ungefähr so, als wenn ihr in der 11. Klasse wäret und mit der ISS gerade sprecht. Also wenn ihr das sehen könnt, das ist total verrückt. Gibt es dort schon die ersten Corona-Fälle auf der ISS? Ist da gerade überhaupt jemand hoch? Ich weiß ja gar nicht. Keine Ahnung. Russen sind immer gut. Ganz kurz zum Prinzip. Wir können ja im Moment nicht öffnen und wollen natürlich auch nicht öffnen, weil wir uns und euch schützen müssen vor dem von fremden Mächten gesandten Virus. Quatsch. Deswegen streamen wir live und zwar entweder Konzerte, die stattfinden, wenn Bands spielen möchten, wie zum Beispiel Freitag. Am Freitag kommen Scary Foreigners und spielen hier ein Live-Set, was wir live streamen. Und heute ist Simon da, spielt 4, 5, 6 Lieder, je nachdem, wie ihr möchtet. Und genau, so wird es sein. Und ansonsten, wenn mal nichts live gestreamt wird, dann sitzen einfach hier, trinken Wein und lesen aus Büchern vor. Ich habe hier ganz tolle Bücher. Ich habe aus dem Christoph Links Verlag zum Beispiel, der uns nicht sponsert, aber den ich sehr gut leiten kann, ein schönes Buch. Das heißt, ich habe den Blues schon etwas länger. Tolles Buch über den Blues in Deutschland, habe ich mal geschenkt bekommen. Außerdem haben wir so tolle Bücher wie Franz Doblers The Boy Named Sue. Vielleicht lesen wir daraus mal irgendwann. Und Peter Richters Über das Trinken. Ein ganz wichtiges Werk eines Dresdner Autoren. Und immer dabei oder oft dabei sein wird JB Nutsch. Nee, danke. Doch. Danke. Absolut. Nee, das ist wirklich absolut hochverdient. Ich mach's ja auch gerne. Ne? Wir kriegen hier Grüße von Heirloom Gang. Wir grüßen ganz herzlich zurück. Und Han Honza schreibt, das machen wir absolut richtig. Super Sache. Ja, super. Wir versuchen es auf jeden Fall. Also, was Mirko damit sagen will, ihr könnt uns in diesen Chat schreiben und ihr könnt uns da zum Beispiel auch Fragen stellen, die wir euch gerne beantworten. Also, wer schon immer wissen wollte... Kommt auf die Frage an. Nee. Das müssen wir natürlich auch schon so machen. Das ist ja die erste Sendung. Ja. Da müssen wir auch schon mal Tacheles. Ich habe eine Frage vielleicht an euch, wer es beantworten kann. Warum kaufen alle Toilettenpapier, wenn man in Quarantäne ist, zu Hause und sich von Nudeln ernährt? Grundsätzlich ist man ja eh hartleibig, meine Vermutung. Warum dann so, also warum scheißen die Leute plötzlich mehr? Ich weiß es nicht, ich kann es mir nicht erklären. Ich würde zum Beispiel den Waschlappen, Waschlappen. Die ist die Frage, ob die in China zum Beispiel auch so viel Klopapier kaufen, weil die haben ja da, die essen ja viel Reis und die haben ja dann eher so Reißverschluss. Sucht ihr noch Bands, steht hier gerade im Chat von Han Honza. Das kommt drauf an, was für Bands. Wir arbeiten im Moment gerade mit den Bands, die sowieso im Kalender gestanden hätten. Haben aber sicherlich noch immer wieder einen Tag frei und schickt uns einfach eine E-Mail an info@bluenote-dresden.de. Das wäre eine Möglichkeit. Es gibt übrigens noch viele andere Künstler und Künstlerinnen und Clubs und Clubsinnen, die auch Livestreamen. Clubnetzwerk Dresden zum Beispiel hat einen Livestream mit DJs neulich, habe ich gesehen. Man kann überall spenden. Es gibt auch hier bei uns, hier unten, wenn man hier runterklickt unter dem Stream, da gibt es auch einen PayPal-Button, wo man spenden kann. Wenn man zum Beispiel sagt, hey, das Blue Note, das muss ja irgendwie die Fixkosten zum Beispiel einspielen, kann man spenden. Und wenn man die Band geil findet, die abends spielt, dann kann man denen spenden. Es ist ganz einfach, auf den PayPal-Button klicken und spenden. Jede Band freut sich, wir freuen uns und wir sind gespannt, was passiert. Simon, yes. Wer bist du, woher kommst du? Die meisten kennen dich zwar, aber viele vielleicht auch nicht. Ich heiße Simon Jonas.
Ich komme aus Bayern, Oberbayern genauer gesagt. Oberbayern ist interessanterweise unten in Bayern. Das ist zu den Alpen hin, das Bayern zu den Alpen hin. Und ich lebe seit 2003 bei Dresden. Und fühlst du dich schon als Sachsen? Absolut. Kannst du schon? Nein, noch nicht so richtig. Wir werden sehen, wenn ich noch 20 Jahre hier wohne, vielleicht. Was hat dich hierher verschlagen? Ich habe hier 2003 angefangen, Forstwissenschaften in Taran zu studieren. Ist er prädestiniert, um Singer-Songwriter zu werden? Ganz klar. Absolut. Und habe das dann auch fast 3 Jahre gemacht, bis ich dann gemerkt habe, dass es mir erstens keinen Spaß macht und zweitens bin ich farbenblind. Sehr, sehr praktisch als Forstwissenschaftler, weil man dann die Forstkarten nicht lesen kann. Das habe ich allerdings viel zu spät gemerkt. Habe dann an der Hochschule für Musik vorgespielt und dort Gitarre studiert. 7 Jahre lang. 8. 7. Farbenblind im Sinne von farbenblind? Rot-grün. Rot-grün. Deswegen, wir haben uns heute perfekt vorbereitet, zufällig. Für alle mit Rot-Grün-Schwäche. Mich zum Beispiel nicht, braucht die Flasche. Achso. Haben wir hier heute, kann man das sehen? Rot, ich kann's nicht grün, sehen. Rot, grün. Wir haben einen wunderbaren Rotwein aus Italien. Viele Grüße an dieser Stelle an unsere Freunde in Italien. Und diesen Rotwein haben wir vom Weinkombinat Hugel, einem unserer Partner hier im Blue Note, der uns auch nicht finanziell unterstützt jetzt gerade. Wir machen das einfach. Wir sagen es einfach mit, damit ihr, wenn ihr geilen Wein wollt, Weinkombinat Hugel mal anklickt. Vielleicht bringt euch ja jetzt was nach Hause. Und wir trinken Lösnitzpilz natürlich. Wir trinken Lösnitzpilz, denn warum nicht? Es schmeckt. Es schmeckt einfach. Es ist ein gutes Bier. Ja, wenn man Bier mag, ist es wirklich das Beste. Hier, hey ho, Deus 084. Deus ist Gott, oder? Hey ho, Deus. Rika Deus kannte ich eins. Rika Deus war eine bekannte Sängerin. Ich kenne so eine Band, Deus. So aus den 90ern. Und ich hatte früher Deus Spray. Deus Ex Machina kenne ich. Mhm. Als Theaterbegrifflichkeit. Ah, das ist richtig. Simon kennt sich auch mit Theater sehr, sehr gut aus. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass wir gar nicht, vielleicht ist kein direktes Konzert spielen, sondern immer mal so einen Song dazwischen. Was hältst du davon eigentlich? Mir ist das egal. Hauptsache Italien. Dann kannst du ja jetzt schon mal darüber gehen zu deinem Gitarren... Instrument. Instrument, zu deinem Instrument. Das hast du bei Ralph Bordler gelernt. Also richtig. An der Musikhochschule in Dresden. Ich gehe kurz zur Kamera und drehe dir mal so ein Stückchen rein zum Simon. Ihr habt inzwischen noch so ein bisschen Blick auf JB Nutsch hier. Genau, und wie gesagt, so wir, die Idee ist, dass wir das jetzt fast jeden Abend machen mit unterschiedlichen Gästen und wir starten heute mit dir, Simon. Willkommen hier auf der Blue Note Bühne, Simon Jonas. Und hier Deus 084 schreibt, der Name kommt tatsächlich von Deus Ex Machina. 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 Naja. Machina. Ja? Italienisch. Mhm. Latein. Mhm. So, womit fange ich denn an? Darf ich mir was wünschen? Ja. Ich bin ja, ich finde dein Song Acryl finde ich schön. In Acryl? Ja, in Acryl. Ich mag ihn sehr. Also ist schön, dass du den kennst. Ja. Also, das ist mein Lieblingslied. In Acryl. Den habe ich vor einigen Jahren geschrieben für meine große Tochter Gerdi, als ich gemerkt habe, wie schnell die immer größer wird. Und in dem Bestreben, dieses Kind klein zu halten oder den Moment festzuhalten, habe ich das Lied geschrieben, in Acryl. Versteck mich vor der Welt mit ihrem ganzen Geld und so. Und das geht gut von meinem Bett aus. Da sind wir beide ganz geheim und unsichtbar und klein und so. Und wir sind weg. Schauen auf die Stadt durch unser Fenster und sehen auch ihre Stadtgespenster, ja. Aber die uns nicht. Es lohnt sich nicht, heute rauszugehen. Ich dreh mich um dich anzusehen. Ich dreh mich um dich anzusehen. Du bist so schön. Meine
Mein Auto steht im Stau und mein Leben leider auch. Vorwärts geht hier gar nichts. Und wenn ich zurückschau, ist da nur ein Riesenverhau. Und manches ist so trist. Aber du bist mein kleines Licht. Leuchtest voll in mein Gesicht, ja, ja. Und dann weiß ich, auch wenn wir jetzt mal kurz stillstehen, brauche ich nicht gleich durchzudrehen. Eigentlich brauche ich mich bloß umzudrehen. Und ich weiß, es geht weiter. Oh, immer weiter. Ich gieß diesen Moment mit dir in Acryl, weil ich uns für immer so haben will, ja. Und ich will dich jeden Tag behutsam den Schlauber. Dann 30, 40 Jahren seh ich uns noch ein letztes Mal an. Ich gieß diesen Moment mit dir in Acryl, weil ich uns für immer so haben will, ja. Und ich will dich jeden Tag behutsam den Schlauber. 30, 40 Jahre seh ich uns noch ein letztes Mal an. Das war sehr schön. Danke. Simon. Das ist aufregend hier. Und da sehr intim auch. Also dein so leer vor. Ach, das ist, ich glaube, das ist, spielt keine Rolle. Auch jetzt. Also es sind ja genug am Menschen am Bildschirm. Zu Hause am Bildschirm. An den Geräten zu Hause. Ein sehr intimer Text. Ja. Ich. Simon, Mira heult schon wieder. Oh, tut mir leid, Mira. Wir freuen uns, dass Mira und Andreas an den Empfängern sitzen. Viele Grüße von hier aus. Ja, das ist auch sehr intim, das stimmt. Ich stelle mir das nicht so einfach vor, so intime Texte dann auch vor Publikum zu spielen. Ja, das stimmt. Also wie man es nimmt. Auf eine Art ist es auch einfacher, finde ich, als irgendwie Unfug zu singen, den man nicht so meint. Das fällt mir schwer. Mhm. Schwerer. Du hast aber auch schon im Boulevardtheater. Da singe ich allerdings nicht. Da singen die anderen. Schade. Unsere Heimat zum Beispiel. Das sind nicht nur die Städte und Dörfer, unsere Heimat. Das ja, sind auch die Räume als im Wald. Als sie fortging. War die Straße steil. Genau. Ich habe hier so einen Kasten drin in meinem Kopf, der unfassbar viel Unsinn speichert und natürlich auch Texte von Liedern, die ich eigentlich gar nicht kenne. Verrückt. Ja. Als ich fortging, war übrigens mein Song damals an der Musikschule in Senftenberg. Da musste man auch so einen Titel vorsingen, ob man dafür geeignet ist. Ich war, glaube ich, 10 oder so. Also, hast das gesungen? Das habe ich gesungen. Die meisten haben mich ja mal gefragt, nach Open Mic Nights zum Beispiel, warum ist dieser JB Nutsch so unfassbar musikalisch? Ich kann die Frage also hier beantworten: Musikschule Senftenberg. Kaderschmiede. Ja, in der Tat. Das war, damals gab es in Senftenberg so ein Gebäude, das hieß der Kreml, das war so ein roter Backstein. Da war, glaube ich, auch die SED-Kreisleitung drin. Und gleich daneben war die Musikschule. Hey Desiree! Desiree! Hi, how are you doing? We have international guests watching all the way from Thailand. How sweet is that? Habe ich dich unterbrochen. Senftenberg, da hat JB nicht nur das Singen und das Musizieren gelernt, sondern auch das Tanzen, das Performen insgesamt. Er hat einst sogar einen Tanzwettbewerb gewonnen, ist das richtig? Ja, aber muss man nicht so hochhängen, ne? Nee, wir hatten das Thema schon vorhin in der Vorbereitung, natürlich sind wir hier redaktionell auch gut vorbereitet. Es ging um die Beschmut und ich habe mal so einen Dave-Dance. Demo. Ja, ja. Aber es geht ja heute nicht um mich. Das ist sächsisches Wort, oder? Demo. Wie du Demo aussprichst? Ja? Demo. Das kannst du, weil hier auch immer solche Demos sind, ne? Demo. Es geht ja heute um dich. Noch nie? Nein. Nein. Ja, also, Emojis. Das ist grundsätzlich auf jeden Fall richtig, dass das schwierig ist vor Leuten, aber
wie gesagt, mir fällt es auch leicht, weil ich mich dann einfach, weil ich weiß, dass es kein Unsinn ist und ich kann mich da schön in mich zurückziehen und das machen. Ich denke eigentlich möglichst wenig an die Leute, die zuhören. Mhm. Eher an die, die es betrifft. Mhm. Das mit dem wenigen bzw. gar keinem Publikum, so wie heute, das kennst du ja aus deiner Zeit als Jazzgitarrist, oder? Das stimmt, ja. Kenne ich eigentlich von jedem Konzert, auch jeden ersten Montag im Monat spielen wir hier mit Charles Wähler, auch vor leerem Haus. Wer ist das? Das ist unsere Band. Vielleicht sollten wir die mal einladen. Da spiele ich laut E-Gitarre. Und das hallt dann hier so nach. Ich hatte früher so einen Echo-Effekt. Den habe ich nach, ich glaube, 2 oder 3 Gigs habe ich den immer ausgeschaltet. Seitdem der Echo abgeschafft ist, brauchen wir nicht. Gibt es ja auch nicht mehr. Genau, ist ja immer schön. Wir sind hallo Kao. Und winkt uns. Genau, hier wird gefragt, ob in Neusi alle Bars geschlossen sind. Ich weiß es nicht, Neusi? Was ist denn in Neusi? Neusiedlersee. Das Neusiedlersee ist in Österreich an der ungarischen Grenze. Da ist der Neusiedlersee. Ob dort alle Bars geschlossen sind, das ist nicht unsere Kenntnis. Na sicher. Du weißt es nicht. Na sicher, alles geschlossen. Das ist leider falsch. Das ist leider vollkommen falsch. Es sind nicht alle Bars geschlossen in der Neustadt. Heute glaube ich noch nicht. Bin mir nicht ganz sicher. Ich habe vorhin Licht gesehen. Ich glaube, der ein oder andere Gastronomiebetrieb hat noch geöffnet, und zwar um natürlich zwischen 6 und 18 Uhr die Grundversorgung der Bevölkerung mit Nahrungsmitteln und Toilettenpapier gewährleisten zu helfen. Wobei ich mir nicht ganz sicher bin, ob in den Gaststättenobjekten genügend ausreichend Toilettenpapier vorhanden ist. Das müsste man im Zweifelsfall erfragen. Sonst den Handtrockner benutzen. Oder selbst mitbringen, genau. Oh. Ich habe gelernt, einst, dass man also Toilettenpapier gar nicht so groß benutzen sollte, sondern eine Eintrittskarte. Ja, das ist so. Eine Eintrittskarte oder ein Ticket von der Fähre. Ich mach dir das kurz vor, ich hole kurz ein Stück Papier. Oh ja. Das sind also auch so Überlebenstipps, wenn du auch mal wandern bist oder so. Auf rein. Oder wenn man. Also du machst jetzt, nimmst jetzt so ein Stück Papier zum Beispiel. Und dann machst du so, faltest du das zweimal. Okay. Und dann reißt du hier so ein Stück raus. Und dann, wenn du einen Kacken machst, dann kannst du so mit dem Finger rein. So. Und dann kannst du dir so. Den Po reinigen. Mein absoluter Traum. Den Po reinigen. Wirklich, und dann, ziehst du das ab, zack, und dann ist das ja alles hier drin. Ja, alles. Und mit diesem Stück, was davon rausgenommen ist, mache ich die Fingernägel dann so sauber. Und dann das ist wirklich so ein Lifehacks, die das Leben schreiben. Liebe Kinder, an dieser Stelle, don't try it at home. Macht es nicht nach. Lass das nur die Großen machen. Hier wird gefragt, ob Neusi out ist. Neusi ist nicht out. Neusi war nie in. Wenn überhaupt, dann Neuse. Glaube ich. Neuse, Stern innen, Neuse innen. Neusi war nicht aktuell Neuse. Und bei uns sagte man für die Neustadt, als ich hier anfing. Dresden, kann man auch sagen. Naja, du kannst nicht die Neustadt und Dresden. Zusammenschmeißen. Das geht so nicht. Ist ja Dresden. Das ist ein anderer Teil von Dresden. Das ist ja im Prinzip das gallische Dorf. Also ihr könnt auch die Chance nutzen, uns auch Fragen zu stellen. Jetzt nicht unbedingt, ob die Neuse oder Neusi noch aufhört oder zuhört sehr gute oder so. Frage. Sehr gute Frage. Wir können nicht alle Fragen beantworten, weil wir es ja auch nicht wissen. Wir sind ja hier eingeschlossen, wir sind in Quarantäne im Blue Note. Deswegen machen wir das alles, weil wir hier quarantänisiert sind. Bisschen wie bei Shaun of the Dead in Winchester. Oder? Fühle ich mich gerade. Ja, oder ähnlich. Ja? Flipper? Hör ich mal noch? Absolut. Bier ist da. Salzstangen. Wir haben, und wenn man dir an die Scheibe klopft. Erdnüsse. Wir essen deswegen Salzstangen, damit wir nicht so viel ins Klo müssen. Elektrolyte. Wir haben diese Woche noch Lars Kutschke zu Gast. Morgen kommt mit seiner Gitarre und erzählt Geschichten. Und wir haben Scary Foreigners zu Gast. Und wir schauen mal, was noch so auf uns zukommt. Das wird sicherlich einigermaßen tagesaktuell auf Facebook immer zu lesen sein oder auf unserem Instagram-Kanal. Außerdem könnt ihr natürlich, und das wäre ganz toll, spenden. Weil nicht nur das Blue Note hat Fixkosten, sondern heute auch Simon Jonas hat Fixkosten. Ich glaube, drei Fixkosten. Simon Jonas' Fixkosten sind wesentlich höher als die des Blue Notes. Er hat 3 Töchter. Das sind zu erwartende Fixkosten in Millionenhöhe. Das stimmt. Deswegen nutzt gerne den PayPal-Button, der hier unten eingeblendet ist, der unter dem Kanal zu finden sein sollte, jedenfalls. Oder außerdem gibt es noch eine tolle Sache. Wir schneiden Konzerte auch mit und setzen in unser schönes Album bei Bandcamp 20 Minutes The Corona Files. Jeweils 20 Minuten des Konzerts rein. Kann man dann auch downloaden, wenn man das möchte. Und in Verbindung mit einer Spende ist uns das natürlich am liebsten, jeweils für den Musiker oder für uns. Spende. Oder auch für wen auch immer. Ihr könnt das im Betreff eingeben.
Ich denke, wir... Charlie fragt, wann Simon noch ein Lied spielt. Hey Charlie. Hey Charlie, ich denke... Jetzt. Jetzt? Charlie, ist es okay jetzt? Wenn du denkst, dass Simon jetzt noch ein Lied spielen sollte, dann gib uns doch ein Zeichen hier. Dann vielleicht ein Zwinker-Smiley am besten. Zwinker-Smiley, genau. Zwinker-Zwinker? Zwinker-Zwinker-Smiley. Wir sind gespannt. Mal sehen. Dauert ja auch nur so 10 Sekunden, bis das ankommt bei den Menschen da draußen. Ich würde mich schon mal bereit machen. Und möchte Charlie lieber die Eisengitarre oder die Holzgitarre? Ich denke die Eisengitarre, oder? Nee, ich spiele noch eine Holzgitarre. Und die Woodgitarre. Ja. Toller Wein übrigens hier. Der ist großartig. Super Wein. Jens Hugel Weinkombinat. Nerello Mascalese aus Italien, auf jeden Fall. Oh, hier kommen ganz viele Zwinkersmileys in seiner Art. Es ist so eine Art Zwinkersmiley. Wir gehen rüber und ich schalte mal wieder die Kamera um. So, und wir machen jetzt mal, ist ja Internet, ne? Wir machen jetzt mal einen Trick. Achtung! Hello. Was Tiefes oder was Hohes? Hochtief lese ich öfters mal. Hochtief. Dann spiele ich vielleicht immer groß. Passt zum Klopapier-Thema. Immer groß, ja. Ich muss immer groß. Denn ich muss mal groß. Und zwar richtig. Das ist auch ein Lied für diverse Familienmitglieder von mir. Da hatte ich den Text, glaube ich, ungefähr ein Jahr fertig, bis ich dann den Song endlich fertig gemacht habe. Das ist so ein Thema, was sich bei mir durch meine Songwriting-Tätigkeit zieht. Ich schreibe immer alle Sachen halb fertig und kann sie dann beruhigten Gewissens zur Seite legen und mache sie dann nie ganz fertig. Immer groß. Ich hatte jede Art von Richtung verloren. Immer im Kreis, bau Scheiß, bereu's und dann von vorn. Bist wie ein riesengroßes Transparent, das ich immer bei mir trag. Egal wie klein der Rest der Welt beim Zurückschauen auch erscheinen mag, du bist immer groß und wichtig und nah an mir dran. Bei dir sein ist gut, bei dir sein ist richtig, zumindest fühlt sich's richtig an. Zumindest fühlt sich's richtig an. Ich stolper und verlauf mich immer noch ab und zu. Ich such dich und dann lauf ich einfach auf dich zu. Und wenn auch hohe Mauern manchmal zwischen uns stehen, können dich nie ganz verdecken. Ich kann dich immer vor mir sehen. Denn du bist immer groß und wichtig und nah an mir dran. Bei dir sein ist gut, bei dir sein ist richtig, zumindest fühlt sich's richtig an. Zumindest fühlt sich's richtig an. Und es ist nicht so, dass mein Leben vor dir schwer war. Aber ich glaub, so einfach war es auch nur,
weil es eben einfach leer war. Leer war bis zu dir und dann nicht mehr. Denn du bist immer groß. Simon, Jonas und wir schalten zurück ins Studio. Da sind wir wieder. Willkommen im Studio. Simon, das ging aber schnell. Von der Live-Bühne direkt ins Studio. Ja. Simon, was die wenigsten wissen, wir haben ja eine Gemeinsamkeit. Aha. Wir haben schütteres Haar. Wir haben irgendwie eine Geschichte mit Yvonne Katterfeld. Ja? Ja? Naja. Erzähl mal deine, dann erzähl ich meine. Meine ist eine indirekte. Also ja. Bei dir wird es wahrscheinlich intim. Nee. Ist ja noch vor 22 Uhr. Ich wurde mal geladen, einen Song für Yvonne Katterfelds neues Album zu schreiben und habe das dann auch gemacht. Und damit endet die Geschichte auch schon. Der wurde dann abgelehnt. Zu Recht. Und gab es eine Begründung? Nee, da kriegt man in der Regel keine Begründung. Und ich habe den dann einfach in mein Live-Set übernommen und damit bin ich, glaube ich, auch zufrieden. Fast. In Wirklichkeit bin ich sehr traurig. Ich möchte wenn Schlagersängerin erwähnt werden, möchte ich erwähnen, dass wir Schnelldesinfektion haben. Okay. Ich finde jetzt nicht, dass Yvonne Katterfeld eine Schlagersängerin ist. Du findest auch nicht, dass Frank Schöbel ein Schlagersänger ist? Oh, Schöbel. Von daher bist du vielleicht jetzt nicht ich geh von direkt Nordpol zum Südpol zu Fuß. Ihr wollt ja Pflaumenbus. Da ist ja die Geschichte eine andere. Ihr wollt ja eigentlich von Frankfurt. Ist ja egal. Yvonne Katterfeld. Was ich sagen wollte, liebe Musiker, die ihr hier spielt, wir desinfizieren natürlich die Instrumente und das Mikrofon, je nachdem wer da war. Meine Instrumente. Alles desinfizieren ordentlich durch. Noch können wir. Mein Sohn ist auch hier. Janosch. Ja. Hallo Janosch. Genau, und da gibt es schon einen Musikwunsch. Dolly Parton hat sich dann jemand. Du bist der Beste. Absolut. Genau. Dolly Parton ist ja heute leider nicht da. Nee, aber du hast dann eine Version. Die kannst du ja vielleicht, wenn du willst, dann mal spielen. Ach so. Also Publikum wünscht sich ja quasi. Ist ja ein bisschen so Jukebox-mäßig. Aber vielleicht, also hat jemand Interesse an meiner Yvonne Katterfeld-Geschichte? Ja, bitte. Ja. Also es war im Sommer vor, glaube ich, 3 Jahren. Und da bin ich war 17, du warst 45. Und da war ich auf dem Weg an die Ostsee und habe in so einer Raststätte in Brandenburg gehalten. Raststätte. Und meine Raststätte. Damalige Freundin ging auf die Toilette. Und ich stand halt vor der Toilette. Die natürlich jetzt bat. Und ich wartete dann auf die Dame, die da reinging. Und 5 Minuten später macht nicht meine damalige Freundin die Tür auf, sondern Yvonne Katterfeld. Du dachtest, was für eine Verwandlung. Und was so ein bisschen Schminke alles machen. Ja, und ich stand so da wie, weil ich mag wirklich, also ich finde Yvonne Katterfeld jetzt gar nicht so schlecht. Ich auch nicht. Also niemand. Aber niemand so die Situation. Niemand so hat die Absicht. In Bermuda-Shorts und Hawaii-Hemd in der Tankstelle da. Denn, und dann war ich genau der Typ, der auf den sie gewartet hat. Und gefragt hat, warum hast du den verdammten Song von Simon Jonas nicht genommen? Ja. Ich konnte leider nicht reden, denn ich stand nur so da. So. Weißt du noch? Ja, aber das sind halt so auch Geschichten, ne? Direkt aus dem Leben. Meine Geschichte wiederum, dass. Hast du auch eine? Mit Yvonne Katterfeld? Ich habe ja hier Teppich im Blunot, wie ihr gesehen habt, wenn ihr schon mal hier wart, beim Teppichfußboden, das Klang ist wegen. Und beim Teppichverlegen ärgere ich mich immer ganz besonders, wenn der Katterfeld. Flachwitzzone! Oh, herrlich! Leider ausgefallen. Richtig gut. Aber ich sag's wirklich nochmal, sehr schön. Mein absoluter Traumgig. Ja. Wir haben auch weder Kosten noch Mühe gescheut, dich heute einzuladen. Also, ja. Ich habe jetzt mal ein Bier ausgemacht. Du wärst raus bei der Bezahlung, wärst du raus. Ich kann ja den Koffer dann tragen. Also zum ich wollte heute eigentlich wieder mit meinem Cruiser-Anhänger kommen. War sogar schon. Das ist so ein Kinderfahrradanhänger, da habe ich beide getan. Ah, alles klar. Beide getan, eingeladen. Ich kam schon mal mit. Ich dachte, wenn man ein Cruiser ist, kriegt man so eine Art Anhänger. In Cruiser baust. Aber der Cruiser. Achso, gab es ja hier um die Ecke, ist Duplex. Ja. Cruising, Darkroom. Aber
Aber ich hatte den Cruiser noch im SUV 4-2, also zwei Kinderanhänger und war auch schon zur Tiefgarage raus, habe aber dann gedacht, nee, ist mir zu blöd dann für den Rückweg. Und ich würde meine Gitarren dann, ich bin zu Fuß hier und würde meine Gitarren dann hier lassen. Das kannst du machen, es ist kein Publikumsverkehr. Sehr gut. Great. Wir sind vor allen Dingen gespannt, wie lange dieser Shutdown dauern wird. Ich tippe so auf 4 bis 6 Wochen, wie ist eure Vermutung? Oder eure? Schreibt uns in die Kommentare. Wie lange denkt ihr, wenn wir hier nicht öffnen können? Ich habe morgen übrigens einen Zahnarzttermin. Bin gespannt, ob das stattfindet. Was meint ihr? Ich habe meinen heute abgesagt. Du hast ihn abgesagt? Ja, ja. Na, ich guck mal, ob Dr. Semmler da ist. Interessiert mich wirklich. Also was denkt ihr, wie sind eure Vermutungen, wenn man jetzt so mal sich umhört draußen, wie lange denkt ihr, wird diese ganze Lockdown-Shutdown-Situation dauern hier in Deutschland? Ich habe selbst keine Ahnung. Ich bin weder Virologe noch kenne ich mich in irgendeiner Form mit Pandemien aus. Niemand von uns wahrscheinlich. Ich tippe auf 4 bis 6 Wochen. Was denkt ihr? Ich denke, du meinst wirklich der Lockdown? Mhm. Ich denke auch eigentlich mindestens 5 Wochen, denke ich. Weil angesagt ist ja schon bis Ende Osterferien, das wären jetzt schon 5 Wochen, wenn man diese jetzt mitrechnet. Und ich denke, so lange wird es mindestens dauern, weil solche Sachen ja normalerweise dann länger dauern als angesagt. Ja, ich rechne mit mindestens 6 Wochen. Na, und du? Naja, du hast ja wiederum Informationen von ganz oben. Hm. Warum? Die Frage ist jetzt zu Brandenburg. So. Ach so. Ich glaube, dadurch, dass jetzt hier auch heute dieser Stream mit der quasi Beginn einer Tradition, kann es den Leuten mit dem Lockdown draußen vielleicht gar nicht lang genug dauern, weil die einfach das total schön finden, dass das Blue Note einfach sowas macht wie heute. Janosch sagt 4 bis 8 Wochen. Ja. Und das hat er auch von seinem Vater. Das hat ihm sein Vater gesagt. Ich denke, das hat ihm der wichtigste Mann in seinem Leben gesagt und das bin nach wie vor ich. Und Wollgrasflocke, schöner Name, Wollgrasflocke. Hallo Wollgrasflocke, wer bist denn du? Offensichtlich hast du einen Sinn für Romantik. Ende April mindestens, das ist mit Fragezeichen, ist ja aber auch keine Aussage. Das ist ja auch eine Frage an uns. Nein, Ende April ist die Aussage und in Klammern mindestens Fragezeichen. Ach so. Die angehängte, das Appendix, das fragende Appendix. Ja, ja. Wir sind selbst gespannt. Völlig verwirrend übrigens, wenn man so zeitverzögert guckt und macht Dinge, die man eigentlich schon vergessen hat. Stimmt, ich habe mir vorhin in der Nase gebohrt und habe es dann später gesehen, es sah extrem bescheuert. Aber das ist eben auch die Theorie für die Zeitreisen. Also jetzt ist es einfach mal... Oder hier diese Bewegung. Auch fantastisch übrigens, oder nicht, eher verunsichern ist dieses Ding. Wir wissen ja gar nicht, wie viele Leute jetzt da draußen an dem Endbildschirm sind. Aber bei Dingsbums, bei Instagram wird einem das angezeigt. Ich vermute aber, es sind mehrere... Tausend. Hunderttausend. Mehrere Hunderttausend. Denke ich auch, die Leute sitzen ja zu Hause. Ja, zumal hier ja auch nichts gestellt ist. Es würde irgendwas anderes laufen. Also hier ist es ja... Läuft nebenbei. Hier ist ja auch alles real. Es ist ja nichts gestellt. Ne? Ja. Also nicht gefegt oder wir sind ja keine Schauspieler da. Hast du gar nicht gefegt. Genau. Ich habe vorhin erwähnt, dass Simon Jonas nicht nur eine Holzgitarre, sondern auch eine Eisengitarre, Iron Guitar, mit hat. Und in seiner anderen Band Charles Vader spielt er gern mal... Nicht diese Gitarre. Nicht diese Gitarre, aber gerne mal Slide. Und heute spielt er auch Slide. Slide. Slide Guitar. Is it difficult? Is it difficult? Maybe we put this here on the finger. Ja. Und er sagt gerade, man braucht da spezielle Flaschenhälse. Wir beziehen uns gerade auf ein Interview, ganz schreckliches Interview mit dem Gitarristen von Little Feat. Lowell George, großartiger Typ. In den 70ern, googelt mal nach Interview Little Feat, Lowell George. In Essen, glaube ich. Essen, oder? Also da, wo es am schlimmsten ist, Nordrhein-Westfalen. Ja. Viele Grüße nach Nordrhein-Westfalen an dieser Stelle. Lowell George wird interviewt von einem deutschen Journalisten. Großartig. Es ist sehr, sehr, sehr amüsant. Simon, würdest du uns diese Eisengitarre mal vorspielen? Ja. Mit einem Lied gleich zusammen, ja? Vielleicht. Dann gehst du vielleicht schon mal rüber zur Bühne und... Ich, gute Nacht von Charlie. Charlie, gute Nacht. Gute Nacht, schlaf gut. Kennst du das, wenn man immer dann so von Schlagzeugern gedrängt wird, doch noch was zu spielen? Wir sollen dich noch was spielen lassen. Simon, mein lieber Andreas, Simon spielt, wenn er Lust hat zu spielen. Jetzt ist natürlich die Frage. Sind das für Andreas oder für Mira? So, und wir gehen jetzt direkt von unserem Studio zurück auf die Showbühne.
Ohne natürlich, nicht ohne den PayPal-Link nochmal zu erwähnen. PayPal, wenn ihr für Simon Jonas PayPalen wollt, dann PayPal. Nutzt gern unseren hier unten angefügten PayPal-Link und schreibt in den Betreff Simon Jonas und wir geben es direkt an Simon weiter. Das wäre wirklich sehr, sehr gut. Dann kann ich noch mehr Klopapier für meine Kinder kaufen. Die koten ja auch sehr viel. Gerade in dem Alter. In welchem Alter? Wovon sprechen wir jetzt bitte? Soll es ein Angriff sein? Nein. Das sind Erfahrungswerte. Also wir hätten jetzt die Wahl, entweder ich spiele ein Instrumentalstück oder ich singe was. Singen wäre eigentlich schön, ja. Mit singen. Mit Stimme. Dann habe ich keine Wahl und muss ein ganz neues Lied spielen. Das heißt Der Dreck. Und das habe ich erst vor kurzem fertig geschrieben für ein anderes Konzert, was ich in Bernau bei Berlin gespielt habe. Und da musste ich Stücke fertig schreiben. Da sind wir wieder bei meinem Problem, Lieder fertig zu machen. Und da habe ich das fertiggestellt, dieses Stück. Und das ist mir nicht leicht gefallen. Das handelt nämlich von einer bescheuerten, depressiven Erkrankung, die ich habe, schon seit vielen, vielen Jahren. Und ich versuche damit manchmal sehr produktiv umzugehen. Meistens gelingt mir das nicht, aber manchmal schon. Und davon handelt dieses Lied. Der Dreck. Zwei Teller und drei, vier Tassen kann ich eigentlich genauso gut bis morgen stehen lassen. Überhaupt finde ich, räumt sich Geschirr und Besteck im großen Stapeln deutlich leichter weg. Genauso wie der ganze Dreck in mir. Thank you.
Und jetzt schalten wir zurück ins Studio. Wir haben übrigens 21 Zusehende. 21. Also zeigt es mir hier an. 21. Ich denke, es sind eigentlich 21.000. Vielleicht schaffen wir noch 22. Also vielleicht. Dann, ja, also wenn wir 22 schaffen, würde ich eine Runde ausgeben. Das ist eine großartige Aussicht. Ja, ich denke auch. Also weil du hast es dir sowieso verdient. Das stimmt. Mirko ja auch. Und ich sag ganz kurz nochmal, hier im Kanal, deswegen machen wir das Ganze hier im Kanal, unten gibt es einen PayPal-Link. Über diesen PayPal-Link könnt ihr denen helfen, die gerade nichts mehr verdienen, Musikern zum Beispiel, oder uns, aber Musikern hauptsächlich hier, wenn sie spielen, denen ansonsten hier der Topf immer mal wieder 50 bis 100 Euro einspielt. 10. 10 manchmal, bei Charles Reda sind es ein paar, ja, aber egal. Im Moment verdient kein Musiker irgendwas, weil alle Konzerte abgesagt sind. Deswegen gibt es diesen PayPal-Button. Wenn ihr spendet, dann schreibt bitte in den Betreff rein 1.000 Euro für Nebenkosten Blue Note oder 5.000 Euro für Simon Jonas am heutigen Tag. Simon, hast du eigentlich eine Internetadresse? Kann man dich finden irgendwo, wenn man dich zum Beispiel... Auf Instagram, Simon Jonas Music mit C. Warte. Und auf Facebook, Simon Jonas Musik mit K. Aber sonst eine eigene Homepage habe ich nicht. Könnte ich mir auch gar nicht leisten. So. Ja, ich glaube, so dieses Homepage ist ja auch. Ich hätte schon gerne eine. Ich bin manchmal neidisch. Neulich habe ich einen Kollegen gesehen, der hatte eine neue und das fand ich total geil. Aber ist das so ein Unterschied heutzutage, ob man eine Homepage hat? Nee, glaube ich. Simon Jonas Social Media? Wer fürs Ego? Nee, fürs Ego. Instagram, Simon Jonas Music. Ja, also falls da draußen an den Fernsehapparaten jemand sitzt, der Simon Jonas eine Homepage bauen möchte. Oh ja. Das jetzt, ja. Insta und bei Facebook genauso, nur mit K am Schluss. Looking good. Ja, was ihr noch nicht wisst, das ist dann der Livestream, der dann so ab 0 Uhr bis morgen früh um 6 gezeigt wird, und zwar genau dieses Standbild. Genau. Es ist schön, das war zeitverzögert, da haben wir es auch mal gesehen. Ja, stimmt. Ja. Genau. Links teilen habe ich ausgeschaltet, weil ich wusste, dass wenn ich Simon Jonas einlade, heute unfassbar viel Links zu schmutzigen Seiten hier geteilt werden würden. Story of my life. Ja, das liegt am Hashtag Simon Jonas Music. Gibt wohl noch das eine ausgeschaltet. Gibt's noch eine? Naja, es gibt noch einen mit Hut. Ja. Oder Mirko, den kennen wir. Ich würde mal kurz. Der Simon Jonas mit Hut. So, jetzt auch noch. Der hat immer so einen Zylinder auf. Ich weiß gar nicht, was der macht. Der spielt E-Gitarre auf jeden Fall. Oder macht Techno oder so. Eins von beiden. Ah, okay. Ja, das mache ich dann nach der Show. Das werde ich mal gucken. Aber da merkt man natürlich den Profi durch und durch. Klar. In Form von Mirko, dass er natürlich weiß, welche Gäste er sich einlädt. Er weiß es. Und das macht er natürlich auch. On the fly. Natürlich. Klar. Ja, also wenn es einer kann, dann auch. Bleibt cool dabei. Ja. Sag mal, diese Metallgitarre, auf der du gerade gespielt hast, ja. Die ist, es gibt ja auch Leute wie mich da draußen, die jetzt nicht so viele Ahnung von Instrumenten haben. Das ist eine sehr schöne Gitarre. Ja, die ist komplett aus Metall oder? Der Hals nicht. Der Hals nicht. Der Rest ja. Ja. Das ist eine sehr schöne Gitarre, eine Resonator-Gitarre. Ja. Und die habe ich noch gar nicht so lange, die hat mir ein Mann in Amerika gebaut. Mule Resonators heißen die, also wie das Maultier. Er hat sich für dich gebaut. Ja. Klingt sehr schön. Ja. Du hast also in Amerika jemanden gefunden und hast gesagt, ich möchte gerne, dass du mir eine Gitarre baust. Genau, der macht nur das. Okay. Also er baut auch E-Gitarren aus Metall, aber baut hauptsächlich diese Resonator-Gitarren, die hat auch einen Tonabnehmer. Ja. Aber ich habe die jetzt nur akustisch gespielt und mag den Sound sehr gerne. Zum Slide-Spielen ist das schön, aber jetzt gerade eben habe ich ja ohne Slide gespielt, klingt auch schön. Anders gestimmt als eine normale Gitarre. Offen gestimmt. Ja. Und vor allem, wenn man alleine spielt, sehr, sehr schön. Und diese Metallgitarrenbauer gibt es jetzt hier nicht in der Gitarre? Doch, ja. Gibt es schon. Also es gibt so ein paar Hersteller, die das machen, aber der macht sehr schön und der baut die auf eine spezielle Art und macht es sehr gut. Und ich finde sie optisch sehr schön, weil die nicht so verchromt glänzen, wie die zum Beispiel von Mark Knopfler. Hier. Die Kamera. Von hinten. Sehr schön. Von hinten sehr schön. That's what she said. That's what she said. Ja, die ist nicht so verchromt wie zum Beispiel die von Mark Knopfler auf diesem Brothers in Arms Album, sondern eben so ein bisschen
Obwohl es ein schönes Album ist. Das ist ein sehr schönes Album, aber eine sehr glänzende Gitarre. Und die hier ist eben so ein bisschen, sieht ein bisschen alt aus. Und ein bisschen Vintage. Genau, mir hat das sehr gut gefallen. Ist auch gerade der Trend. Man trägt ja auch Vintage. Das ist richtig, deswegen habe ich auch nur alte Kleidung. Das liegt nicht daran, dass ich kein Geld hätte oder so. Nee, nee, das ist wirklich, auch bewusst. Das heißt, wir sollen gar nicht mehr auf den PayPal-Button hinweisen? Doch, dafür. Nötig habe ich nicht, sagen wir mal. Naja, doch, der Porsche muss ja benannt werden. Das stimmt. Ja, und die habe ich dann bekommen und habe sie zu meinem Lieblingsgitarrenbauer Jan Steinbrecher. Jan Steinbrecher, Gitarrenbauer aus Dresden übrigens. Sehr, sehr guter Typ und der hat mir die Gitarre nochmal eingestellt, neue Mechaniken dran gebaut. Gestimmt? Einmal durchgestimmt, weil das muss man nur einmal im Jahr machen. Dürfte jetzt gerade eine sehr, sehr gute Zeit für Gitarrenbauer sein, richtig. Weil ja kein Musiker Gigs hat und man kann die Instrumente einfach abgeben. Und bei Jan Steinbrecher kann man vielleicht sogar verhandeln, dass man das in einem Jahr bezahlen muss. Oder einem Vierteljahr, keine Ahnung. Macht er sowas? Ist er schon ein sehr kulanter Typ, oder? So wie ich ihn kennengelernt habe. Kulant inwiefern? Na, dass er sagt, wenn ihr jetzt kein Geld habt, ihr Musiker, dann kann ich euch trotzdem vielleicht für eine Anzahlung helfen. Das weiß ich nicht, weil sowas würde mir nie passieren. Ja, ja. Ich glaube, das ist auch gerade eine richtig gute Werbung. Hier, du. Also man kann die Gitarren dort einfach abgeben. Der nimmt auch im Zweifelsfall gar kein Geld. Der Jan ist super. Auch. Also merkt euch, Steinbrecher Gitarren. Simon baut sehr schöne Gitarren selber auch. Und zwar, wie heißen die? Stromer. Die E-Gitarre, ja. Sehr schöne E-Gitarre. Inspiriert von Seifert. Von Seifert Gitarren. Also ich glaube, der AC Kras spielt auch so eine. Der Adi. Der Adi spielt so eine Gitarre, genau. Also jetzt gerade auch nicht, aber. Aber also wenn er. Naja, der übt zu Hause wahrscheinlich. Zu Hause, na klar. Na, der muss auch üben. Ja, das ist ja für euch Musiker jetzt der eigentlich, also auf jeden Fall eine total furchtbare Zeit, weil keine Mucken und so. Aber andererseits könntet ihr ja auch jetzt Songs schreiben. Genau, oder man könnte mit seinen Kindern den ganzen Tag Anna und die wilden Tiere gucken. Ja. Könnte man. Wenn man als Musiker Kinder hat. Simon, wofür hast du eigentlich diese grünen? Das sind die Kotbeutel. Die habe ich also zu gleichen Teilen für mich, meine Frau und meinen Pudel. Einen kleinen Pudel. Welche Tochter heißt Pudel? Nee, das ist ein neues Kind. Wir haben die drei Töchter noch nicht gereicht und ich habe jetzt einen kleinen Pudelwelpen. Ja. Und der. Halt. Hier, diese hier, Kotbeutel. Wir müssen lauter sprechen, weil es arg leise ist. Die Mutter von Charlie gerade sagt, es sei zu leise. Charlie. Sie hätte ein schlechtes Laptop. Dann mach das lauter! Ich sag mal so, ich könnte dir einen Kopfhörer vermieten. Was du auch machen könntest, wäre mir sagen, wo ich noch ein Bier herkriege. Oh, das kann ich dir sagen. Du gehst einfach, wer sich im Blut auskennt. Aus dem Studio raus. Dann stopp. Geh mal ganz kurz an die Kamera. Dass ich hier kurz vorbeigehen kann. Halt! Ist Fonsi mit? Nein, Fonsi ist nicht mit. Nein, Fonsi ist nicht dabei. Hunde haben hier im Blut und keinen Zutritt. Und dann gehst du da den Gang bis ganz hinter. Nicht die Türe zum großen Saal, nein. Und dann genau links. Und dann holst du dir, was holst du? Lösnitzpilz, oder? Ja, und wo haben wir Lösnitzpilz. Ein Ding? Der Ding? Der Öffner, hier ist ein Öffner. Öffner ist hier. Ja, ja. Super. Zwischen Leber und Milz passt immer ein Lösnitzpilz. Gut. Das Bier der Corona-Szene ist Lösnitz in der Quarantäne. Ach, Mensch, wow. Na, das ist doch. Und damit beenden wir diesen Stream. Nee. Warum? Das würde jetzt gar keinen Sinn ergeben, weil du hast ja noch nie. Ich habe das Gefühl, diese Frau ist. Session mit ein paar Leuten. Esszimmer. Hast du Esszimmer gemeint? Esszimmer-Session? Oder Esszimmer-Session? Esszimmer-Session. Für die Leute, ihr fragt euch, was wir tun. Wir lesen nebenbei natürlich eure Kommentare und versuchen darauf sofort Rücksicht zu nehmen. Ihr schreibt gerade eine Frau, dass sie im Esszimmer... Eine Frau. Esszimmer. Simon, mag eine ganz, also jetzt mal von dem ganzen Quark und Krümel weg, eine ernste Frage so. Wenn ich bin ja immer Publikum, ne, mit dem, was ich so wahrnehme. Immer. Bin ich ja ausschließlich Publikum. Warst du schon mal irgendwie bei diesem TV Noir, bei Text? Nein. Wie ist das so? Das würde ja eigentlich reinpassen, ne? So vom. Ja, weiß ich nicht genau, wahrscheinlich. Weil ich spiele ja alleine. Ja. Also so grundsätzlich ist das, glaube ich, das, was dort die meisten machen. Mhm. Das stimmt. Genau. Und wenn dich die Leute fragen würden, würdest du es machen? Oder? Ja, ich habe mir eigentlich angewöhnt, nicht Nein zu sagen, grundsätzlich zu allen Sachen. Mhm.
Ich kenne den Text auch von früher, also nicht vom Musik machen oder so, sondern weil der aus der gleichen Gegend kommt wie ich. Echt? Ja. Ich dachte, der ist ja aus Berlin. Nee, der lebt in Berlin, aber der kommt auch aus Oberbayern. Und wir haben früher öfter zusammen Kinderzeltlager geleitet. Okay, viele Grüße nach Oberbayern. Beziehungsweise die Mannschaft gestellt. Da gibt es so eine wunderbare Insel im oberbayerischen Staffelsee. Ja. Und die Insel heißt Lindenbichel und dort ist immer ein riesiges Kinderzeltlager im Sommer. Da haben die so Staffellauf gemacht wahrscheinlich. Nee, es sind immer 300 Kinder auf dieser Insel, aufgeteilt in mehrere Lager. Ich glaube 11 Lager sind das meistens oder 10. Und die Lager haben eben ihre Leiter aus den verschiedenen Gemeinden und ich war dort öfter in der Mannschaft und habe dann das Musikprogramm und so gemacht. Okay. Und da war der Text auch dabei. Ich glaube, ich habe es 2 oder 3 Mal mit ihm zusammen also Mannschaft gemacht. Wie es quasi bei uns damals war, so Ferienlager, genau. Neuer Ferienlager. Genau. Toll. Ja, das war sehr schön und ja, deswegen, ich glaube, das ist auch so ein Grund, warum ich da nicht nachfrage oder so. Wann hast du mit der Musik angefangen eigentlich? Ich habe mit Musik sehr früh angefangen, so mit 4 oder 5 habe ich angefangen, Musik zu machen, Klavier zu spielen. Und dann ich wurde mehr oder weniger gezwungen von meiner Mutter, Klavier zu spielen, klassisch Klavier. Das hat mir keinen großen Spaß gemacht. Wie lange hast du das gemacht? Bis ich 14 war, glaube ich, oder 13. Und dann habe ich aufgehört und habe gesagt, ich will E-Gitarre spielen. Und das gab ein ewiges Hin und Her, ich soll erst Klassik, Gitarre spielen und so, das wollte ich alles nicht. Und dann durfte ich anfangen, E-Gitarre zu spielen mit 14 oder mit 15. Unter der Bedingung, dass ich in der Schulbig Band mitspiele und das habe ich dann gemacht. Also deine Eltern waren relativ da, stringent. Was kann ich da mal auf morgen verweisen, weil das ist eine ähnliche Biografie, wie ich ziemlich meine, jetzt ein bisschen von Lars. Lars hat erst mit 15, glaube ich, angefangen, E-Gitarre zu spielen und vorher auch Klavier gespielt. Lars Kutschke, morgen hier. Ein sehr, sehr guter Gitarrist, den ich auch schon lang kenne. Den kannte ich tatsächlich schon, bevor ich hier angefangen habe, Musik zu studieren. Als ich noch Forstwissenschaften studiert habe, habe ich den öfter gehört mit den, wie hieß diese Band? Hier mit Bücke und so. Jazz Fanatics. Genau, Jazz Fanatics. Und da war viele ich, Grüße an die Jazz Fanatics. Genau, an alle Beteiligten. Und da war ich öfter und habe dann Lars mal angerufen und gefragt, ob ich bei ihm mal eine Gitarrenstunde nehmen kann. Da habe ich aber noch nicht studiert. Und das war recht schön, das weiß ich noch. Da hat noch Chris Whitley nebenan gewohnt, auf der Kamenzer Straße, der auch ein großes Vorbild von mir ist. Ja, also ich kenne mittlerweile ein paar Leute, die nicht so ganz früh angefangen haben, Gitarre zu spielen, sondern eher im Teenie-Alter und habe so das Gefühl, das wird dann aufgeholt. Mhm. Manche fangen ja vielleicht auch noch an, also JB Nutsch zum Beispiel. Ja, vielleicht. Das ist auch viel Potenzial. Du, Lagerfeuer-Gitarre kann ich spielen, aber das ist... reicht ja auch unter Umständen. Reicht unter Umständen. Also Wonderwall, ne? Das wissen wir ja alle. Das reicht ja, wenn du das kannst. Simon, kannst du, weil du aus deiner Heimat, Oberbayern, gibt es da so was Traditionelles, was du spielen könntest? Nee. Gibt's nicht? Nee. Gibt's nicht so ein Volkslied oder so? Nee. Nee. Ja, also ich sing manchmal, wenn ich besoffen bin, rund in der Kleine Au. Ja. Trinkst du noch einen? Steht der Birnbaum, steht blau. Ja. Sing mal. Nee, ich bin, also Oberbayern. Das ist so ein Lied. Rund in der Kleine Au steht der Birnbaum, steht blau. Juche, rund in der Kleine Au steht der Birnbaum, steht blau. Und dann hängt man immer eins dran. Was ist an dem Baum? Ein wunderschöner Ast. Ast am Baum, Baum in der Au. Rund in der Kleine Au steht der Birnbaum, und so weiter. Ja. Was ist an dem Ast? Ein wunderschönes Astal. Ast am Ast, okay. Ast am Baum, Baum in der Au. Rund in der Kleine Au. Und es geht dann bis zu einem Vogel. Ah, okay. Das ist schön. Also erinnert mich, ich komme ja aus Südbrandenburg und wir haben hier so eine Das nervt extrem. Das klingt jetzt charmant, aber wenn man es macht, dauert es 10 Minuten oder so. Die Carolinka 007. Zu früh gefreut, Mr. Bond. Wünscht sich noch ein Lied. Das spielt auch noch ein Lied. Ja. Und dann spielt er noch ein Lied, Simon. Mach ich. Ja, jetzt spielt er mal unten in der Au. Das wäre doch lustig. Nee, ich spiele was mit Gitarre. Ich finde es ja schön. Also wenn du was auch dann gehe ich an dieser Stelle mal raus. Gibt es eigentlich einen Unterschied zwischen diesen bayerischen Dialekten? Oder ja. Ja, gibt es auch. Also der erste Unterschied ist, dass Menschen in Oberbayern meistens auch Hochdeutsch können. Menschen in Niederbayern, das ist so die Gegend um Passau oder Oberpfalz, Regensburg oder weiter hoch, Weiden, Oberpfalz, können nur das meistens. Liebe Bayern. Ich meine es nicht böse, aber so ist es. Ich weiß nicht, ob er sich da zu weit raus war. Gerade nee, wenn ihr anderer Meinung seid, dann schreibt uns das bitte hier in die Kommentare. Wir freuen uns überhaupt über Interaktion. Es ist ganz, ganz wichtig, dass wir auch merken, dass ihr da seid.
Weil ansonsten fühlen wir uns einsam. Wir sehen zwar hier, dass wir 44 Aufrufe hatten, aber das kann ja auch alles schon wieder weg sein. Das ist ganz richtig alles. Ja. Ich gehe ganz kurz in den Regieraum und schalte auf die andere Kamera. Ganz genau. Simon macht sich schon auf der Bühne bereit. Während ich hier im Studio schaue, wie Herr Glaser in die Regie wandert. Und Simon wird jetzt uns ein schönes Lied singen. Trällern. Aber trällern wolltest du ja nicht. Ich habe ja versucht, dich zu überreden. Und schon sind wir wieder hier auf der anderen Kamera. Damen und Herren, Simon Jonas! Ich spiele ein Lied, für das ich meine Gitarre umstimmen musste, und das heißt Mehr Licht. Und das handelt von großartigen Menschen. Oh, das ist aber hell. Das ja, aber mehr Licht. Wow! Also aufpassen, immer aufpassen, was man im Blue Note sagt, ja, denn hier stimmt. Werden Wünsche wahr. Stimmt. Meine Damen, meine Herren. Okay, mehr Licht. Manchmal glaube ich, ich verliere den Verstand. Und alles um mich herum dreht sich. Alles, was ich probiere, klappt nicht. Und ich renne mal gegen dieselbe Wand. Aber nichts bewegt sich. Und ich verstehe es nicht. Wenn du reinkommst, wird der Raum nicht heller. Jedes Herz schlägt ein bisschen schneller. Meins auch. Und jeder hier will ein Stück von dir. Aber du von denen nicht. Und du stellst dich neben mich. Du bist so wunderschön, weil es interessiert dich nicht. Genau das Gegenteil von mir bist. Du bist mehr Licht, als gut für mich ist. Du bist so hell für mich. Du bist eigentlich viel mehr Licht, als gut für mich ist. Das Leben, bei mir klebt's eben. Du bist so wunderschön, weil es interessiert dich nicht, dass du genau das Gegenteil von mir bist. Du bist mehr Licht als gut. Du bist so hell für mich. Du bist eigentlich viel mehr Licht als gut für mich ist. Du bist mehr Licht als gut für mich ist. Du bist so hell für mich. Du bist eigentlich. Zumindest nicht von mir, denn ich bin
Frau und guck dich aus der Ferne an. Denn du bist mehr Licht, als gut für mich ist. Du bist zu hell für mich. Du bist eigentlich viel mehr Licht, als gut für mich ist. Als gut für mich ist, du bist zu hell für mich. Du bist eigentlich viel mehr. Viel mehr. Viel mehr. Als gut für mich ist. Als gut für mich ist. Ja, das bisschen also, TV Noir ist ja, das wirklich. Ja, also am Öl kann es nicht liegen, das ist Kistern. So, Damen und Herren, und wir gehen direkt von unserer Live-Bühne, auf der Simon Jonas war. Schwuppdiwupp sind wir schon im Studio. Studio. Ja, Mirko Glaser, wirklich ein Multitalent in der Regie und jetzt kommt ja die Showtreppe quasi, das könnt ihr leider nicht sehen, aber wir haben wirklich hier eine wunderbare Showtreppe. Wer sich in Blue Note auskennt, weiß, über welche Showtreppe ich gerade gekommen bin. Ja. Und übrigens, wenn Sie sich zu Hause fragen, was schwarz streckt auf keinen Fall. Andreas, du Ferkel. Wie ist das Spritz, ding, 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 Feuer. Wir erinnern an dieser Stelle an Frank Zappa und sein großartiges Album. Aber wie klebt gern nieder, Sofa. Wie mir du Miserhaber hoch im Sohn. Du kennst den Song. Natürlich, kennst Frank Zappa, natürlich. Ich kann den Song nicht. Danke hat Karolinka sagt danke. Gerne. Sehr gern, sehr gern. Wir machen alles möglich. Genau, wenn ihr sonst irgendwelche Wünsche habt, schreibt uns bitte eure Wünsche hier in die Kommentarspalte. Ich rede gerade wieder in der anderen Spalte. Schreibt euch. Spalte. Vielen Dank, Weinkombinat Hugel an dieser Stelle. Sehr, sehr schöner Wein. Die liefern, also er liefert auch persönlich das nach stimmt. Hause. Weinkombinat Hugel liefert tatsächlich bis an die Haustür. Mhm. Und zwar alles. Er hat übrigens einen wunderbaren, ich könnte den morgen mitbringen. Ich habe mal heute leider vergessen. Einen wunderbaren Mandarinenbrand. Ach, schön, dass du es erwähnst, jetzt wo du ihn nicht dabei hast. Ja, vielleicht kommst du ja nochmal. Naja, vielleicht laden wir dich nochmal ein. Okay. Wir gucken mal, ob jetzt irgendjemand schreibt, vielleicht wollen die dich ja nochmal sehen. Klar, davon geht es aus. Wenn ihr Künstler habt, die ihr gern sehen wollt, dann schreibt uns das auch. Dann schreibt uns, hey, wir hätten gern. Wir haben jetzt alle Zeit, nicht wahr? Wir könnten Till Lindemann zum Beispiel. Till, wenn du uns siehst, hat sich eingeladen. Vorbei. Oder. Genau. Oder. Spiel. Oder. Spiel einfach. Spiel. Also alle unsere Freunde sind natürlich eingeladen, hier zu spielen, ganz klar. Wie ruhig. Wie ruhig. Auf was die Hand. Auf die Hand, das, ja. Das war's. Stichwort abgespreizt. Ja, immer. Das soll es eigentlich schon fast gewesen sein, oder? Abgespreizt. Naja, also wir. Eine Stunde ist das Drehbuch. Eine Stunde ist, dachte ich, also wir können natürlich länger, aber eine Stunde halte ich immer für. Soll ich noch ein Lied spielen? Ja, so ein Abschiedslied. Also vielleicht erfüllen wir Andreas noch den Wunsch mit. Genau, also wir kommen nochmal kurz zurück. Das Blue Note Programm auf der Webseite wird natürlich nicht gepflegt, gerade weil auch Webseiten Angst vor Viren haben. Ganz klar. Gepflegt. Und nichtsdestotrotz schlagen wir allen Bands vor, die drinstehen im Programm, hey, kommt vorbei, spielt und wir streamen das Ganze live. Und die Menschen spenden euch dann über PayPal unfassbare Beträge. Für den Livestream. Für den Livestream. Und, oder wir haben einen Spaß und trinken eine Flasche Wein. Eins von beiden passiert. Agape übrigens. Und, der Gegenspieler zum Eros. Agape, die Mutterliebe. Ja. Die Griechen hatten ja zwei Begrifflichkeiten für die Liebe. Einmal Agape, die Liebe der Mutter. Ja.
dann den Eros, die Liebe eines Mannes zu einer Frau. Und dieser und Wein ist also nach der Agape. Moment. Beschreibt Eros zwangsläufig die Liebe eines Mannes zu einer Frau? Oder kann das nicht vielleicht auch die kann Liebe auch einer die Frau Liebe, zu einer Frau also sein? Also wenn wir beim alten Griechenland sind, kann es auch die Liebe eines Mannes zu einem Kind sein. Ja. Das ist in Griechenland. Das Griechenland. Damals im alten Griechenland. Kann das auch sein. Und das lernt man, wenn man Forstwirtschaft studiert in Tharandt? Ich bin nicht so geprägt. Das lernt man, wenn man eine Kindheit in Bayern hat. Oberbayern. Und da in die Kirche geht zum Beispiel, denke ich, in die Kirche geht. Ja, ich war kein Kirchgänger, aber in der Schule. Übrigens, meine Lieblingsregelung jetzt Regierung? Gestern durch die Bundesregierung, dass Versammlungen in Kirchen, Synagogen und Moscheen und ähnlichen Dingen auszubleiben haben, das könnte man fast beibehalten. Naja, aber ich finde, dass Leute ja auch irgendwo hin müssen mit ihrem Bedürfnis. Nach was warum nicht ins Nord? In den Jazzclub eben. Ja, das meine ich. Leute, deswegen raus aus der Kirche. Wir sind quasi eure Nord. Jeder bringt eine Rolle Kotbeutel mit und wir feiern einfach eine. Nee, feiern dürfen wir nicht zusammen. Achso. Also, und wenn dann mit zwei Meter Abstand. Aber, ja. Wir haben gerade applaudiert, wird hier von wahrscheinlich wegen dieser kurzen Intermezzo. Ja, ich übersetze es für Leute wie für mich. Einer von den Parteien, es sitzen doch nicht nur Intellektuelle dazu. Ja, aber es sitzen doch nicht nur Intellektuelle da draußen. Es gibt doch auch Menschen wie mich, die jetzt Griechenland gut finden. Mach es für die Sonnenuhr, zähl die schönen Stunden. Genau, es gibt auch einfache Gemüter. Ja? Ich bin des Lebens immer froh, was kommen soll, kommt sowieso. Genau. Weißt du, es gibt Dinge, die kannst du halt nicht ändern. Aber was wir jetzt ändern können, was in unserer Macht steht, wir könnten dich zum Beispiel jetzt nochmal bitten, einen Song zu spielen. Ja, ich könnte jetzt so einen Rausschmeißer instrumental spielen. Genau, letzter Song. Nee, instrumental nie. Doch, das ist doch schön. Aber dann hören, du hast so eine schöne Stimme. Naja. Wir machen es anders. Jeder hat ja noch einen Wunsch frei. Also sowohl... Also JB hatte seinen Wunsch. Meine Damen und Herren, die Nachfolgesendung verschiebt sich. Ja. Der Nachfolgestream verschiebt sich. Und ich habe auch einen Wunsch. Ich wünsche mir, und zwar im Namen von Andreas und Mira, die ich an dieser Stelle wirklich herzlichst grüßen möchte, wünsche ich mir I Will Always Love You. Nein, das ist Unsinn. Ich mache aber was anderes. Ich wünsche mir das aber. Ich spiele es privat vor. Du hast aber gesagt, du sagst selten nein. Ja, das stimmt, aber ich würde das... Da passt das Setup nicht. Ach, das passt das. Ah, okay. Aber was ich machen kann, ist, wenn du was von einem anderen Künstler hören willst, kann ich was improvisieren. Dann ist er Jazz. Nee, es ist ein Lied, was ich gerne mag, aber das ist mir gerade eingefallen, wenn ihr noch auf der Metallgitarre was hören wollt. Ja, auf jeden Fall. Dann kann ich einen meiner Lieblingssongs von Stoppock spielen, den ich allerdings noch nie. Mein Freund der Kühlschrank. Noch nie gehört, noch nie gespielt habe auf dieser Gitarre. Stoppock. Deswegen nicht genau weiß, wie das geht. Stoppock war neulich erst. Ja, der war da. Stoppock oder Typ. Ja. Okay, ich weiß nicht, ob ich Stoppock zusammenkriege, aber... Ohne Quatsch, Stoppock habe ich kennengelernt vor gefühlt 30 Jahren, wo es durch Joe & Co. hieß die Band damals. Und die haben viele Stoppock-Lieder gesungen, unter anderem mit Mein Freund der Kühlschrank, fand ich... Ein großartiger Song. Also Stoppock kenne ich schon sehr lang, nicht den Typen, aber die Songs. Ich grüße hier übrigens das Dresdner Club-Netzwerk. Ja, hallo, Erich. Erich schrieb mir persönlich oder uns gerade eine Nachricht, dass Club-Netzwerk auch irgendwie was trinkt heute. Ich versuche das einfach mal. Ich weiß nicht, weil das ja alles durch solche sitzen bleiben, oder? Aber du kannst auch. Bleib doch hier, wenn wollt ihr mitsingen? Wir singen mit. Ja, also, ich kenn's ja gar nicht. Der Song heißt Wetterprophet. Ja. Und ich habe das, das ist jetzt etwas kompliziert, weil hier alles anders ist auf dieser Gitarre. Und ich weiß gar nicht, ob jetzt die Tonart stimmt, aber wir versuchen es einfach. Und was singen wir? Das seht ihr dann. Ihr singt Hu oder so. Hu? Ja. Ich lasst mich mal singen und dann guckt, wo ihr beim nächsten Refrain reinballert. Hu. Wir können diskutieren, wir können alles verstehen.
Wir können das ganze Theater hier sehen. Das Theater des Westens, das Theater des Ostens, das Theater der Besten und das Drama des Rostens. Ich kann dir nicht sagen, wohin es jetzt geht und wohin kein Wetterprophet. Ich weiß auch nicht, wo ihr da singt. Wetterprophet. Nächste Strophe. One, two, three. Gib mir einen Hinweis, gib mir eine Spur. Oh, gib mir eine Fährte, eine einzige nur. Ich schwör ja, ich wär nie der Einzige hier, der bereit wär zu kämpfen, wenn er wüsste wofür, wenn er wüsste wofür. Oh. Schwarze Peter, da wo die Leiche jetzt liegt. Die Leiche im Keller, der Mangel an Scham. Wenn der Körper schon kalt ist, doch das Herz noch warm. Das Herz noch warm. Simon Jonas, Damen und Herren, Simon Jonas, hier ist nochmal der Insta-Kanal. Simon Jonas, bei Instagram ist er zu finden. Stoppock ist auch cool. Ja? Stoppock ist auch cool. Ja, ich, ja, na komm. Doch. Na, ich, na, komm. Ich kenn zu wenig. Außerdem natürlich immer aber wieder unser Spendenaufruf, Leute. Ja, das stimmt. Wenn ihr noch Gehalt bekommt von einem Arbeitgeber, jeder Euro zählt. Spenden-Button ist hier unten drunter, PayPal. Entweder ihr schreibt unten drunter Simon Jonas oder ihr schreibt unten drunter Blue Note. Oder ihr schreibt drunter Simon drunter Jonas, das wäre fest. Simon Jonas, aber wir reichen es auf jeden Fall in die richtige Richtung weiter. Hauptsache, ihr spendet, wenn ihr es könnt. Und Simon, ich kann hier schon Publikumsrückmeldung geben. Fantastisch. Publikumsrückmeldung. Publikumsrückmeldung. Ist tatsächlich immer der gleiche Mensch. Ja, ich weiß natürlich nicht, wer es ist. Aber er ist ein großer Fan von dir. Vielen Dank, freue mich sehr. Ja. Ihr seid auch fantastisch. Ihr wart sehr gut. Beide. Machst du jetzt schon die Abmoderation? Wetterprofi! Ja, einfach schön. Einfach schön. Ja. Wir sind dann noch nicht am Ende. Was wir, nee, man darf ja R. Kelly nicht mehr sagen. Darf man nicht R. Kelly mehr sagen? Eigentlich nicht. Clemens Pötsch hat mir neulich gesagt. Viele Grüße an Clemens Pötsch an dieser Stelle. Bester Typ. Man darf nach R. Kelly sagen, genauso wie man Michael Jackson. Einfach so. Weil du musst ja auch das einfach Werk, so das Werk vom Künstler trennen. Das, ja, ist wirklich so. Das ist... Da gibt es diese Hum-Chöre. Es ist nicht okay, aber die Musik. Ja, so. Hum. Das war Rennland-Hum. Das war ich. Da jetzt aber, glaube ich, was miteinander. Nee. Hum. Fly, fly, fly. Hum. Das hätte ich mir gewünscht. Ja. Nächstes Mal. Wir üben das.
fürs nächste Mal. Wir sind jetzt hier ein halbes Jahr im Lockdown. Deus 84? Deus 84. 084. Ex Machina ist Deus 84. Ja, was ist denn das für ein Smiley? Ich kenne das gar nicht. Was macht das? Das ist ein Smiley. Ja, ich kenne das. Ist das eine hier so eine Art sowas hier? Handclapped. Ah, okay. Masturbation Hand. Der weiß das schon. Wir fragen Deus 84. Deus 084, was ist das für ein... Was bedeutet das Smiley? Was sagt das Smiley über dich aus? Nee, nicht über dich, sondern... Über uns jetzt. So, naja, ich könnte ja nochmal so Karten legen oder so. Hallo? Kannst du andere Frage, kannst du Blues spielen? Oder Blues spielen? Kannst du Blues spielen? Kannst du Blues spielen? Kann man auch Blues spielen. Vielleicht ja. Das singt das Stück wieder in Blues, wenn es dann sprichst, wenn die Singer weg haben. Du magst dann Blues? Magst du dann Blues? Ich? Blues, jetzt? Ja, ich wurde aufgefordert. Also, ist das? Naja, sag mal, kann also ich nicht. Ich bin ja nicht der. Von wegen, du kannst nicht wechseln. Ja, mach ich auch noch. Nee, also, aber. Gratis. Klar. Na, warte mal. Nee, gratis ist ja jetzt hier. Sag mal, kannst du einen Blues spielen? Ich habe ja auch mal. Na, ich kann dir eine Begleitung. Ja, sag mal, kannst spielen. Du einen Blues spielen? Oh. 10 Euro. Ja. Für die Leute, die jetzt sagen, PayPal ist jetzt nicht so, ich möchte meine Daten nicht dem Internet zur Verfügung stellen, ihr könnt dann auch Bargeld. Wir können dann draußen in so einen Briefkasten. Genau, und dann könnt ihr reinschmeißen, dann vorbeigehen und der wird auch nicht beraubt, der Briefkasten. Natürlich ist ja hier in der Neustadt. Es ist ja niemand mehr da. Sing mal. Na, E oder A. Hey, das gewusst hätte die Harmonika mitgebracht. Ja. Baby.
Halten ja. wir das? Premiere. Hat auch geklärt an dieser Stelle? Sehr, sehr laut gesungen. Sehr laut. Hat er auch eine laute Stimme? Ich bin ein leise Singer. Ja. Du bist nee, ein laut Singer. Nee, das Ding ist ja, Thomas Hübel zum Beispiel, auch ein Hübi! Hübi! Der weiß, dass ich ohne Mikrofon überhaupt nicht singen kann. Das stimmt nicht. Wir hatten mal, oder, also ich kann das überhaupt nicht einschätzen. Aber jetzt hast du es ja getan. Ja, und es ist ja auch kein Mikrofon da. Stimmt, es guckt auch keiner zu. Uns. Sind stagniert bei 44. Ja. Ihr macht das einfach. Für 40. Bei 44. Einfach nur Beifall. Ja. Ich wollte übrigens bei 23 einen ausgeben. Ne? Mhm. Das habe ich verpasst. Das stimmt, kannst du immer noch machen. Ja. Genau, nee, aber das ist wirklich so mein, ich bin jetzt auch kein, aber ich habe immer so eine Hemmung. Ohne Mikrofon zu singen. Das ist ganz komisch. Ich finde es schön. Ich weiß, es ist einfach nur eine Kopfsache. Ne? Aber ich brauche so dieses Gefühl, über ein Mikrofon mich zu hören. Aber hast du gut gemacht. Danke. Sehr, sehr schön. Ja, ich bin noch ein bisschen aufgeregt gerade. Weil ich finde es ein gutes Gefühl. Also mir hat es viel Spaß gemacht heute ohne Mikrofon. Ja. Und es ist halt wie zu Hause. Ne? Okay. Wenn du Songs schreibst, du hast drei Kinder, du hast einen Hund, du hast eine Frau. Richtig. Du schläfst wenig, nehme ich an, du machst es dann nachts. Ja, meistens, ja. Oder wo kommen dir so Songideen, so ganz klassisch? Unterwegs. Auf dem Klo oder nee, unterwegs? Meistens unterwegs, wenn ich laufe. Ja. Und dann hast du so eine fallen mir die meisten Sachen ein. Und ist es so, dass zuerst der Text kommt oder zuerst die Melodie? Wie ist das? Meistens beides gleichzeitig, okay. Aber oft ist es auch einfach ein Text. Fetzen und da ist dann meistens schon eine Melodie irgendwie dabei. Mhm. Aber wie gesagt, ich mach's dann immer halb fertig, leg's zur Seite und mach's dann nie ganz fertig. Mhm. Also du brauchst auch den Druck der Mucke quasi. Genau, ich vereinbare dann Termine oder sag irgendjemandem, ich habe zwei neue Songs fertig, obwohl sie noch gar nicht fertig sind und muss die dann fertig schreiben. Und hast du eine Booking-Agentur, die für dich das Booking übernimmt oder musst du dich selber kümmern? Da müsste ich mich selber kümmern, das mache ich aber leider. Wenn man dich aber buchen wollte nach der großen Krise, dann müsste man mich anschreiben. Und wohin schreibt man das? An Facebook am besten. Oder auf Instagram geht auch gut. Facebook? Gibt's. Ja, bist du bei Facebook? Simon Jonas. Einfach nur so. Einfach nur so. Gibt's Mucken, die du nie spielen würdest? Also so Autohauseröffnungen oder. Das 700 Jahre Freiwillige Feuerwehr. Ja, manchmal ist es schwierig. Ich habe ja schon gesagt, ich sage eigentlich wirklich nie nein. Aber solche größeren Sachen, Open Air, die viel mit Laufpublikum sind, ist schon schwierig. Mhm. Ich habe mal vor, ich glaube, 2 Jahren oder so dieses Street Food Festival in Leipzig gespielt. Mhm. Und das war ganz schön haarig. So. Also ich glaube, mir hat es schon Spaß gemacht. Das war ein besoffener Fußball-Jugendtrainer da mit seiner ganzen Kindermannschaft, der hat es extrem gefeiert, war aber wie gesagt total betrunken und der ganze Rest geht halt nur so vorbei oder raucht mal kurz und geht dann vorbei und das ist dafür ist meine Musik einfach nicht so geeignet, da sollten Leute irgendwie zuhören. Also was ich am liebsten mache, ist hier spielen oder Wohnzimmerkonzerte, das finde ich besonders schön, weil man da so nah am Publikum ist und irgendwie sicher gehen kann, dass die auch zuhören. Hechtfest zum Beispiel auch schlimm, habe ich auch vor 2 Jahren, glaube ich, mal gespielt. Hast du letztes Jahr gespielt worden? Oder letztes Jahr. Also nicht, dass es echt wird, das stimmt. Die Bühne vom Tiki? Oder? Genau. Aber da laufen halt alle vorbei. So. Und das vertut sich dann. Ja. So. Das ist schwierig. Am Palais mal zum Beispiel habe ich auch gespielt bei Charles Vader. So einen Song nur in der Mitte. Und das war eigentlich ganz gut, weil da war die Stimmung schon so unten, obwohl das riesen Bühne war und Open Air. Aber da waren alle schon bei so ruhig. Vader, da war die Stimmung schon so unten. Die waren alle scheiße drauf. Toll. Nee, die hatten davor Yoga gemacht und so. Wir sollten Charles Vader auch mal hier machen. Oder? Ich denke auch. Ich denke, also, ja. Also ich denke auch, schön. Weil da freue ich mich auf die Interviews. Aber ich würde, glaube ich, ich tue mir schwer, irgendwelche Sachen abzusagen, weil ich weiß, dass ich es auch manchmal mache aus Faulheit. Geld, oder also Absagen meine ich. Mhm. Ich sage auch manchmal ab aus Faulheit oder weil ich Angst habe oder so vor dem Auftritt, sage ich dann manchmal ab. Mhm. Und deswegen zwinge ich mich eigentlich immer Ja zu sagen. Die Angst hätte ich manchmal gerne. Also ja, so naja, das ist irgendwie. Ja. Aber das ist einfach so, dass du dann aus diesen Gründen einfach sagst, so, nee, dann mache ich das eher nicht. Nee, ich mache das dann eher. Also ich sag nicht ab. Ne? Ah, okay. Ich genau. habe, Palaisumer war schön, schreibt hier eine Zuschauerin. Das war richtig schön, Palaisumer. Das war sehr schön, ja, das stimmt. Und ich kenne es von hier, wir hatten früher viel
viele Schulklassen, die daher kamen, weil die Lehrer der Meinung waren, auf Klassenfahrt, sie müssten dann abends auch mal den Jazzclub besuchen. Das war mal sehr anstrengend, weil natürlich von den 25 Schülern in einer Klasse voller Teenager, die von ihrem Lehrer in irgendeinen Jazzclub geschleift werden, maximal einer, und zwar der, der von allen anderen sowieso gebullied wird, die ganze Zeit sich für Jazz interessiert und der Rest sich laut unterhält. Und deswegen haben wir irgendwann aufgehört, diese Arten von Schülergruppen zu akzeptieren. Das ist nicht gegen die Schülergruppen grundsätzlich gemeint gewesen, aber das war einfach anstrengend für alle anderen, die zuhören wollten. Ich meine, es kommt ein bisschen auf die Art von Musik an, aber wenn es eben so wirklich, also ich meine, Auftrittsangst ist auch, das potenziert sich natürlich total, wenn du alleine bist. Weil du machst das halt alleine und du weißt, wenn jetzt irgendjemand anfängt zu quatschen und ich lasse das an mich ran und mich verunsichert das, dann ist das Konzert im Arsch. Mhm. Weil wenn ich es nicht mache, macht es keiner, weil ich bin alleine. Mhm. Okay. Und wenn ich irgendwie den Faden verliere oder so, dann ist es kaputt. Mhm. Deswegen, wenn ich jetzt mit einer Band spiele und ich spiele E-Gitarre, dann kann ich einfach so laut drehen, dass ich den Vollpfosten in der ersten Reihe irgendwie nicht höre oder so, dann ist mir das egal. Aber wenn ich wirklich alleine spiele, dann ist es schon immer ziemlich viel Risiko. Mhm. Weil es kann eben immer jemand da sein, der blöd lacht oder so oder sagt, hör auf zu heulen, Penner. Ja, weil auch sehr intim ist. Ja, genau. Und dann ist es einem halt auch nicht egal. Wie ist das für dich, wenn du, also wenn du hier spielst zum Beispiel, dann kennst du ja mindestens zwei, die hier sind. Also jetzt heute zum Beispiel zwei, mehr kommen ja nicht. Aber wenn du hier spielst im allgemeinen Normalfall, dann kennst du ja doch Leute und das ist irgendwie so eine familiäre Situation und eine sehr wohlige Situation. Ja, wie ist das für dich, wenn du woanders hinfährst, zum Beispiel nach Bernau, wobei Bernau kanntest du ja auch Leute, aber wenn du irgendwo hinkommst, wo du niemanden kennst, wo du weder den Veranstalter kennst, noch das Publikum kennst, wie ist das vom Gefühl? Also in Bernau kannte ich wirklich nur einen Menschen und der stand mit mir auf der Bühne, da habe ich nicht alleine gespielt. Mhm. Der Felix Jacobi hat mich begleitet. Und viele Grüße an Felix. An das war sehr schön, das hat mir echt Spaß gemacht, aber um die Frage zu beantworten, mir ist das eigentlich egal. Also wenn ich die Songs singe, dann ich denke immer an die gleichen Leute, die zu Hause sind und wer da ist, den ich kenne, ist mir egal. Also ich versuche das alles abzustellen, weil ich sonst keine Möglichkeit sehe, das irgendwie so zu singen, wie ich singen will. Wenn ich an die Leute denke, die hier sind, das ist Unsinn. Ich fühle mich hier schon wohl und woanders vielleicht weniger wohl, aber das muss mir egal sein. Also es gibt halt so wirklich so sehr verschiedene Herangehensweisen. Ein gemeinsamer Freund von uns zum Beispiel, Blenderman, Heiko, spielt ja oft, jetzt spielt er gerade nicht mehr so oft, aber wenn er spielt, dann hat er oft auch in Läden gespielt, wo das Publikum laut war, wo Kinder zugehört hat. Und für ihn hat er gesagt, ist das so eine Art Abhärtung, irgendwie muss ich das ab und zu geben. Hat er mir neulich auch geschrieben. Ich finde das furchtbar anstrengend. Also ja, ich könnte es nicht. Ja, ich war ein paar Mal in der Situation, mir hat es nicht gut getan, aber es ist schon, also irgendwie, es ist schon im weitesten Sinne Training. Mhm. Aber wie gesagt, die meisten Situationen, wo ich spiele, wo ich wirklich niemanden kenne, sind dann halt Wohnzimmerkonzerte bei irgendwelchen Leuten irgendwo in Deutschland, die ich noch nie gesehen habe. Und eigentlich läuft das gut. Ich fühle mich da wohl. Ich rede ja gern mit Leuten. Und wie funktioniert ein Wohnzimmerkonzert? Du wirst gefragt, ob du bei irgendeiner Person im Haus spielst? Ja, das sind meistens Leute, meistens sind es Paare, Ehepaare, meistens auch etwas älter. Kann man das senden? Ja, genau. Also es ist niemand nackt dort. Es sind meistens Ehepaare, die irgendwie so als Hobby eigentlich Musiker, die ihnen gut gefallen, unterstützen wollen. Und die meisten, die ich jetzt kennengelernt habe, machen das so als Konzertreihe. Also einmal monatlich. Mhm. Die haben dann entweder eine große Wohnung oder halt ein Haus mit einem großen Wohnzimmer. Und sind meistens gut vernetzt in der Gemeinde. Irgendwie Kirche oder irgendwelches Vereinsleben oder so, kennen halt viele Leute. Machen dann einmal im Monat wirklich einen riesen Aufriss mit Konzerteinladungen, die sie selber layouten und drucken lassen und Leute einladen und dann kommst du dahin, also die laden dich ein. Meistens kriegst du irgendwie eine Festgage. Schwarz streckt nicht. Damit du nicht irgendwie dahin fährst und auf deinen Fahrtkosten sitzen bleibst oder so, kriegst du halt, keine Ahnung, 200 Euro fest und der Rest ist dann über Hut. Ja. So, und dann sind das zwischen 20 und 40 Gästen und je nachdem, wie wohlhabend der Freundeskreis ist, gibt es da noch mehr. Kriegst du dann halt schön. Und ist das meistens so jetzt? Antiritari. Antiritari, ja genau. Wenn du sprichst, dann schaust du ruhig da. Ja, Antiritari kriegst du. Und genau. ist das meistens dann so im, also ist jetzt keine Wertung, so im ländlichen Raum, wo es jetzt keine Clubszene gibt oder keine Großstädte, wo es. Also ja, auch. Clubs gibt, wie hier das ist auch oft ein Grund, aber oft sind es auch einfach Leute, die halt
keine Lust haben, in irgendwelche Clubs zu gehen. Okay. Oder nicht genau wissen, wohin. Also das ist tatsächlich so ein Ding, die machen eben eine Konzertreihe, dann sind dort die Freunde von denen, die wissen, ich kenne den Künstler zwar nicht, und wenn der irgendwo im Programm stehen würde, im Blue Note, würde ich nicht hingehen. Okay. Aber weil ich bei denen schon dadurch, auf 10 Konzerten machen, war und es hat mir immer gefallen, ist das halt einfach hin. Okay. Genau. Aber ähnlich funktioniert es im Blue Note auch, weil es kommen viele Leute, die sagen, wir wissen nicht, wer hier spielt, aber da bei euch immer Leute spielen, die gut sind, manchmal sogar sehr gut, hin und wieder extraordinary. Richtig gut. Dann kommen die einfach runter. Genau, und so das funktioniert das da auch. Okay. Wie viele Konzerte, also im Normalfall jetzt. Wie viele Konzerte machst du im Blue Note eigentlich im Jahr? Na, so um die 300 sind es. Im Jahr? Im Jahr, ca. 390 bis 310. Mhm. Weil es im Sommer natürlich hin und wieder Momente gibt, wo aufgrund des Virusausbruchs zum Beispiel deswegen nichts, nichts stattfinden kann. Da gibt es halt Streaming-Konzerte, genau. Aber ansonsten so 300 Konzerte pro Jahr ungefähr. Das heißt, wir machen seit 23 Jahren gibt es das Blue Note jetzt um die 300 Konzerte im Jahr. Das kann man sich ausrechnen. Schon einiges. Weil du gerade so mal sagtest, wie findest du Pohlmann? Gut. Ja? Ja, also die Stimme toll. Hm. Die Stimme findest du toll? Ja, weil ich kenne nicht viele Songs von Pohlmann. Ich weiß nur, dass ein oder zwei Songs ziemlich viel im Radio liefen vor ein paar Jahren. Und die Stimme ist natürlich ziemlich sensationell. Hm. Sehr guter Sänger. Hm. Und sehr sympathisch, der ist auch auf so einer Kinder-CD drauf, die ich habe. Ja, unter meinem Bett, ja, genau. Wir sollten tatsächlich vielleicht eine Playlist anfertigen. Playlist? Für die nächsten? Ja. Wo wir sagen, wir packen, wie viele andere das auch tun, so Playlists. Ja, da springen wir auf den Zug drauf auf. Was sind denn deine 5 Lieblingskünstler zum Beispiel? Jetzt ganz kurz. Ich kann eine Playlist bauen. Wirklich? Ja, ja. Meine 5 Lieblingskünstler. 5, genau. Chris Whitley. Ja. Joey Landreth? Warte. Sag mir einen Chris Whitley Song. Chris Whitley. Scrapyard Lullaby. Guter Song. Sag mir den. Scrapyard Lullaby. Das ist der erste Song auf der Dirt Floor CD. Okay, packe ich auf die Liste. Großartiger Song. Dann Joey Landreth. Warte. Muss hier kurz basteln. Joey Lendl, erzähl mal ein bisschen was. Ja, das ist ein absolut sensationeller Gitarrist aus Kanada, ja, und auch ein sehr guter Sänger, den ich so vor 2 Jahren ungefähr angefangen Slide zu spielen, und habe relativ schnell gemerkt, wie gut der Typ ist und habe mir viel von dem abgeguckt. Der ist sehr, sehr gut, der Typ. Und okay, warte mal. Joey Landreth. Wir machen das übrigens live. Also jetzt wird gerade live eine Spotify-Liste erstellt mit den 5 Lieblingskünstlern von Simon Jonas. Whiskey ist der Song. Das ist ein guter Song. Und wir werden das morgen weiterführen, denn morgen ist Lars Kutschke hier zu Gast. Und dann werden wir auch jeden Künstler fragen. Nach das ist die EP. 5 Lieblingskünstler. Da ist der sicher drauf. Ja, Whiskey. Genau. Ja? Whiskey. Aus Kanada, sagt es. Ja, der Typ ist Kanadier und der hat auch eine Band mit seinem Bruder, die heißen The Bros Landreth. Mhm. Und dann gibt es noch einen dritten Landreth, der auch. Ja, Sonny Landreth ist auch ein Slide. Die haben nichts miteinander zu tun? Nein, der Vater von Joey Landreth hat mit dem Typen, mit Sonny Landreth gespielt, aber die sind nicht verwandt. Lowell George, großartige Solo-CD, nicht von Little Feat, sondern hier seine Doppel-L, genau. Welcher Song? 20 Million Things ist, glaube ich, mein Lieblingssong. 20 Million Things. Wunderschön. Oder Heartache. Wunderschön. Warte. Das ist auch ein Slide-Gitarrist. 20 Million Things, da ist er. Wo? Ein bisschen weiter hoch da. Ach hier, genau. Als Zahl geschrieben, okay. Also das ist gerade, übersetzt mal fürs Publikum, ne? Das ist gerade so ein bisschen wie wenn jeder World of Warcraft spielt und die anderen sagen, nee, du musst mehr nach rechts. Habe ich noch nie gespielt, nee. Aber so stelle ich es mir vor. Ja, so langweilig stelle ich es mir vor. Drei? Die haben jetzt Zwei Probe. Noch zwei. Was finde ich noch besonders gut? Ich liebe Bonnie Raitt. Mhm. Du erinnerst deinen Musikgeschmack, Johannes Gerstenbaum, bei dem ich neulich im Studio war, Finde ich als großes Kompliment. War auch toll im Ballroom-Studio. Wir hatten diese Situation, die eine große Expertise hat hier bei dieser Musik. Bonnie Raitt. Welchen Song mag ich da gerne? Da mag ich eigentlich ziemlich viel gerne. Gab es in den 90ern so eine Platte. Doctor, give me healing. Hab ich vergessen, wie das heißt. Doctor heißt es nicht. Nee. Guck mal rein, vielleicht finden. Walking Blue, Day in Blue, Introduction, God was in the water.
Du guckst einfach nach, wir sind gerade bei Spotify. Im Tunnel. Basteln eine Playlist. Im Tunnel. Und basteln eine Playlist mit unseren jeweils 5 Lieblingssongs. Scheiße. Weil das natürlich Quatsch ist, weil wir sind ja jeden Tag drin. Oh, Angel from Montgomery ist ein Klassiker. Ist, schön. Angel, ist nicht von ihr, aber ist trotzdem okay. Schön. Ja. Immer schön in die Hand rollen müssen. Und dann Nummer 5. Wen hast du noch? Dann nehme ich mal von Peter Gabriel The Book of Love. Oh. Den hat er nicht geschrieben, der ist von Magnetic Fields eigentlich. Aber der ist sehr schön. Okay. Mag ich auch sehr gerne. Okay. Es gibt tausende Arten. Ich werde mich sehr ärgern, wenn ich jetzt nach Hause gehe. Und dann musst du sagen, mir alles nicht eingefallen, ja, genau. Ist, was für großartige. Du hast 5 tolle Songs hier auf die Liste gepackt. Ja. Ich denke, das passt. Schauen wir kurz, ob die Liste veröffentlicht ist. So, da, Publikum schreibt, Live-Sendung, wo getrunken und geraucht wird, gute Unterhaltung über Musik, wunderbar. Einfach, ich fühle mich gut unterhalten, ohne die Staatsmedien, ja. Ohne die Beiträge. Es ist alles gesteuert und dabei ist, ich kenne die Typen persönlich, ja. Und ich weiß, das ist echt. Das ist wirklich real. Das ist echt. Das sind ja jetzt aber auch nur so englischsprachige Künstler. Ja. Du hast jetzt deine 5 verbraucht, das ist jetzt nicht schlimm. Nee, ich höre gar keine Deutschsprache. Jimmy, ich mach folgenden Vorschlag. Wenn wir sowas machen, mit Künstlern über ihre Playlists reden, dann steuern wir jeweils einen Song bei. Ja, denke ich auch. Das ist jetzt natürlich ein bisschen spät, ne? Nee, wieso? Es ist ja unsere Show, unsere Regel. Ja, das stimmt. Und solange das ist Publikum... Noch meine Show, ist immer noch meine. Ach so, seine Show. Es ist natürlich seine Show. Ist es mein Sidekick. Ja, ja, ja. Also es bloß, weil du glänzt, das liegt an einer fettigen Stirn, mein Freund. Nee, ich habe einfach das falsche Puder genommen. Und das falsche Pullover. Also und den falschen Pullover. Ich sage es nochmal gerne da draußen an den Empfangsgeräten, schwarz streckt auf keinen Fall. Aber die Regel ist ja, als Fernsehprofi, im Fernsehen sieht man ja immer ein bisschen kleiner und dicker aus. Na? Wirklich? Ja. Ich finde, ich sehe groß und schlank aus. Guck mal hin. Ja, aber schwarz streckt nicht. Also mal ehrlich. Kleiner und dicker sind Drummer aus einer Grunge-Band. Riesiger Adams. Aber ich könnte natürlich hier auch alles davor stellen, dann sieht man das gar nicht mehr. So. Ja, ja, man könnte das ja alles. Nee, das hat man. So. Genau, also wir waren stehen geblieben bei deutschsprachiger Musik. Ja, ich höre höre kaum deutschsprachige Musik. Okay. Aus Gründen nicht. Viel mag ich nicht. Und ja. Der Rest, den ich gut finde, der hemmt mich dann selber beim Schreiben, deswegen lasse ich es weg. Ah, auch okay. dann? Weil du dann die ich Angst. Ich packe aber was Deutschsprachiges auf die Liste. Die Angst hast, zu ähnlich zu werden, zu ähnlich zu klingen. Ja, mir ist das eigentlich egal, ob ich ähnlich werde. Ich weiß nur, wenn ich es merke, während ich schreibe, dann schreibe ich nicht zu Ende. Dann deswegen, hast du keinen Bock drauf, weil es klingt wie. Okay. Mhm. Was willst du drauf packen auf die Liste? Ein Lied hast du? Ich habe jetzt ein Lied. Ach, mach du erstmal. Ich muss erstmal. Ich mach ein Stück drauf von Nils Kopbruch. Sehr schön. Den ich, sehr gute Platte. Den ich, ach so. Leider, das ist also Platte. Deutsche Musik, die du hörst. Sehr gute. Nee, höre ich nicht. Aber du kennst Platte. Okay, das, Nils Kopbruch kenne ich zum Beispiel gar sehr nicht. Sehr gute Platte. Ich muss noch kurz überlegen, was ich hier drauf packe. Ja. Ich bin ja, war jetzt neulich beim Konzert im Oktober bei Nils Frevert. Mit, auch sehr Platte. Schön. Die Platte ist großartig geworden. Fand ich auch. Ich packe Hamburger Berg drauf von Great. Nils Kopbruch. Ich habe schon oft versucht, ich schreibe ja selbst Songs und habe schon oft versucht, wirklich? Für meine 3 Töchter Songs zu schreiben. dann In Acryl habe ich mir einfallen lassen, ist ein toller Titel. Naja, und, mittelmäßiger Titel, würde ich sagen. Mittelmäßige Title. Nee, aber ich habe tatsächlich oft versucht, über diese Stadt Dresden einen Song zu schreiben und es ist nicht so einfach. Es ist mir einer ganz gut gelungen, glaube ich, den haben wir so aufgenommen, neulich, dieses 010-99, da geht es aber nur um einen Teil von Dresden, das ist nicht ganz Dresden. Und über ganz Dresden einen Song zu schreiben, ist schwierig. Also das liegt schon mal an der Unreinbarkeit des Namens. Ich finde, Hamburg oder Berlin klingt irgendwie immer so sexy und Dresden. Ich habe mal einen Song geschrieben, der hieß Dresden. Ja, ja, da habe ich aber noch Forstwissenschaften studiert. Den kann ich beim nächsten Mal singen. Ich habe mal in dem Studio einen Song für Dynamo eingesungen, der nicht veröffentlicht wurde, weil das war für wahrscheinlich wen? Für Dynamo Dresden. Und es war quasi, ich muss gerade selber lachen, also von Howard Carpenter, Tiamo. Geil. Aber es hieß Dynamo. Das war noch... Sofort-Hit. Liebe Grüße an Sascha Mock, wir hatten viel Spaß im Studio, aus Gründen, wo der Titel nie veröffentlicht war. Aber das war ich habe mal was über Dresden. Naja, für Dresden. Nicht über, sondern für. Für. Aber auch nicht selber geschrieben, das war, kann ich ja nicht.
Darum geht es auch nicht. Ein Song, den ich jetzt beisteuere zur Playlist. Was habe ich gesagt? Playlist. Ja, zur Playlist. Zur Playlist? Playlist. In der Tat, weil es einfach so ist, und ich stehe dazu, ich bin großer Fan von Manfred Krug. Da bist du ja. Und da bist du ja, finde ich schön. Aber mein Lieblings, also eins meiner. Das ist wieder Marvin. Ich finde, lass mich nicht gehen. So ohne Abschied. Das ist sehr schön. Ich wollte nicht gehen. Wenn du anstimmen, aber singen so kann ohne. Nein, du kannst singen. Nein, du kannst singen. Lass mich nicht gehen. So ohne Abschiedskuss. Sehr schön, sehr schön. Lass mich nicht gehen, es wäre für immer. Gibt's so, Freunde. Ja? Da also. So. Was habe ich jetzt hier gemacht? Ist der ganze Chat weg? Jetzt ist der Chat weg. Willkommen im Chat. Wir haben 76 Zuschauer. Schuhzauer. Oberbayern. Oberbayern. Wie kann man sich da so eine Jugend vorstellen, so ein Aufwachsen? Also wir haben schon ein bisschen was von dir gehört, dass deine Eltern gesagt haben, Klavier und dann lieber nicht E-Gitarre, aber dann doch, wenn du dann in der Weg bist. Das ist, glaube ich, kein Alleinstellungsmerkmal. Also die meisten meiner Schüler, bei denen ist das auch so, dass zumindest ein Elternteil sagt, lern erstmal Noten lesen lernst, da hast du ja was Sicheres. Und das ist wie so ein Jodeldiplom. Aber meine Kindheit und Jugend war eigentlich, glaube ich, ganz... Wenn ich an Bayern denke, denke ich da. Das ist Niederbayern. Okay. Meine Kindheit war ganz normal. Also meine Eltern sind evangelisch, nicht katholisch. Wir sind auch nicht... Ich war in der evangelischen Jugend, habe ich ja gesagt. Diese Kinderzeltlager und der Kirchenjugend. Aber ansonsten war das stinknormal. Eher so eine sehr privilegierte Gegend. Also viele reiche Leute. Und ländlich, viel Bier... Und was meinst du mit reiche Leute? Also reiche Leute. Und hast du einen musikalischen Input durch deine Eltern erlebt? Ja, sehr stark. Die haben was gehört? Also Jazz. Jazz. So. Freiwillig oder? Ja. Also und was für Jazz? Mein Vater hat vor allem viel Bebop gehört, also Charlie Parker, Dizzy Gillespie, Joe Pass. Ella Fitzgerald-Platten liefen ziemlich viel bei uns, Frank Sinatra auch. Dann gab es so viele so Blues, so Roots-Platten, Big Bill Broonzy, weiß ich noch, war eine Platte, Lightning Hopkins, Muddy Waters ziemlich viel, Clapton weniger, das war glaube ich eher ich, kann ich mich nicht genau erinnern, wer den angeschleppt hat. Hier diese Unplugged-Platte, das war schon ein bisschen später, aber so als Kind habe ich eigentlich die ganze Zeit gehört. Also und das hat sich natürlich eingeprägt. Ich hatte es dann später leichter beim Lernen, so ein bisschen, als viele andere, die es aus der Kindheit nicht kannten. Dafür war ich dann entsprechend fauler und es gleicht sich so aus. Und was lässt du deine Töchter hören? Also spielst du denen auch Dinge vor, wo du sagst so, das wäre jetzt was? Nee, so gezielt mache ich das nicht. Nee, wir hören einfach alles, worauf wir Lust haben. Ich glaube, man kann auch seinen Kindern nicht gezielt Musik vorspielen. Ja, könnte man vielleicht schon, aber habe ich kein Interesse dran. Ich höre halt immer das, also was ich glaube ich mache, was sie merken, ist, dass man die Wahl hat, dass man immer das hören kann, worauf man gerade Lust hat, dass es Musik für jede Stimmung gibt. Und wenn ich richtig geile Laune habe, dann höre ich die Best of Huey Lewis and the News. Der gerade Don't Need Money! Der gerade nicht mehr machen kann, der ist taub jetzt. Ja, habe ich gelesen. Okay. Aber diese Best-of-Platte, die läuft dann ziemlich viel. Oder Chicago, oder Stevie Wonder, oder ja, halt je nach Stimmung. So. Okay. Und das merken sie schon, dass man einfach nicht immer das Gleiche hören muss, sondern dass es ganz, ganz viel unterschiedliche Musik gibt, die man hört. So sieht's aus. Und ganz, ganz viel unterschiedliche Musik gibt's auch bei uns hier im Stream-Channel in den nächsten Wochen. Wir verabschieden uns für heute. Wir machen das jetzt schon. It was a great pleasure. 2 Stunden. Wir freuen uns auf ein Wiedersehen morgen. 20:30. Bist du wieder mit dabei? Ich bin morgen mit dabei. Jeffy ist wieder mit dabei. Wir sind dabei. Und Lars Kutschke. Achso. Lars Kutschke, du kannst gerne mitkommen. Also bis zu 10 Personen. Dürfen ja noch. Sie haben ja genug Platz. Genau. Lars Kutschke ist morgen zu Gast. Der bringt seine Gitarre mit. Sehr, sehr wir sprechen gut. auch wieder über Musik und wir packen sicherlich ein paar Songs von Lars Kutschkes Best of in die Playlist. Ich habe den Link gerade geteilt. Die Playlist heißt
Corona-Shows im Blue Note. Wir werden nicht von der Brauerei supported. Wir werden auch von allen anderen Partnern, die wir heute erwähnt haben, nicht supported. Wir erwähnen sie trotzdem nochmal. Wir freuen uns immer, wenn wir Schweden-Eisbecher essen können von Neumanns Eis. Neumanns Eis und den Tikis hier im Hechtviertel und im Kunsthof. Außerdem freuen wir uns über Weine, die wir bekommen vom Weinkombinat Hugel. Toller Weinladen hier in Dresden. War wirklich ein toller Wein. Ich habe den sehr genossen. Und Bier von unserem Freund Micha und von unserem Freund Kruz von der Adlerbrauerei in Coswig, Lößnitzpilz. Leute, wenn ihr jetzt irgendwo Bier kauft, kauft es lokal. Macht nicht die Reichen reich, macht die Armen arm. Und ich denke, wir hören noch ein Stück. Wir hören noch ein letztes Stück. Wir hören noch ein Instrumentalstück von dir, Simon. Achso, okay. Das du spielen möchtest. Und dafür gehst du nochmal auf die Bühne rüber und ich schalte dann nochmal zur Bühne um. Genau. Wir verabschieden uns bis morgen. Morgen wieder pünktlich 20.30 Uhr sind wir wieder hier im Blue Note für euch da. Sharing is caring. Donating is fascinating. Morgen 20.30 Uhr twitch.tv / Blue Note in Dresden. Und wir sagen tschüss, gute Nacht, bis morgen. Gut, ich spiele noch was, was ich meinen Kindern immer zum Einschlafen vorspiele. Nicht immer, aber manchmal. Ist entsprechend langweilig, ein Instrumentalstück. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Ich komm nach Hause. Ade nun.